Guten Abend, liebe Fußballfreunde. Es ist Dienstag 22.30 Uhr und es heißt wieder Extra Time, der Berliner Fußballtalk auf Television. Letzte Woche hatten wir ja Metin Yılmaz zu Gast, haben eine lange Unterhaltung gehabt. Der ein oder andere Fehler hat sich leider eingeschlichen, deswegen bitten wir von hier aus nochmal um Entschuldigung. Es sind alles nur Menschen, die hinter den Dingern arbeiten und Fehler können nun mal passieren. Und es ist besser, wie wenn es live passiert. Wir haben uns heute wieder zwei Gäste eingeladen. Den einen, der ist schon kein Gast mehr, ist Inventar, ist zu meiner Linken mein Experte Murat Tik, zu dem wir nachher nochmal gesondert kommen, weil er ist ja immer als Experte und als Trainer da. Dieses Jahr, letztes Jahr hatte ich noch das Vergnügen, ihn nur als Experten zu haben. Dieses Jahr muss ich ihn auch leider mal ab und zu rügen als Trainer, aber ich hoffe, dass es nicht allzu sehr vorkommt. Und zu meiner rechten Seite, liebe Extra-Time-Zuschauer, haben wir endlich Lichtenberg 47 zu Gast. In Person von dem sportlichen Leiter Benjamin Plötz und dem Co-Trainer Moma Njai. Herzlich willkommen, Jungs. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Wir reden ja in vielen Sendungen über euch. Auch die letzten drei Sendungen, vier Sendungen haben wir viel über euch geredet, weil wir eigentlich die Arbeit, die ihr da zurzeit macht oder die letzten Jahre eigentlich macht, sehr wertschätzen. Mhm. Eine sehr konstante Arbeit, finde ich. Zum Ende hin fehlt euch immer so ein bisschen die Luft, leider Gottes. Ich habe es, ich glaube, bei der ersten Sendung, GMF-Sendung, habe ich, glaube ich, gesagt, ich würde es euch echt mal gönnen, wenn ihr den Schritt nach oben mal gehen würdet. Aber bevor wir zum Fußball kommen, würde ich gerne bitten, euch kurz vorzustellen für unsere Gäste von Extra Time. Die kennen euch sicherlich alle, aber es würde nicht schaden, wenn wir wissen zum Beispiel, was ein Benjamin Plötz macht. Wie alt er ist, guckt euch den jungen Mann an, der sieht richtig jung aus, 25, 26, wenn ich sage, wie alt er ist, nachher oder er selbst, werdet ihr euch wundern. Ich würde mit dir anfangen, lieber Benni. Gerne. Wir gerne. Duzen uns, darf ja, ich Benni sagen? Selbstverständlich. Dankeschön. Und dann kommen wir zu unserem Co-Trainer, zu Moma. Benni, ganz kurz für unsere Extra-Time-Zuschauer, am besten vielleicht da in die Kamera. Erstmal vielen Dank nochmal, Jalle, für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir so in der Kombination zusammensitzen dürfen. Benjamin Plötz hast du schon vorgestellt, das brauche ich jetzt nicht mehr machen, 31 Jahre alt, arbeite bei einem Energieunternehmen in Berlin, schon seit 14 Jahren, habe da auch meine Ausbildung bestritten und liebe den Sport und mache das schon seit 8 Jahren jetzt in der Rolle und in der Funktion bei Lichtenberg 47. Und habe eine Tochter, ist letzte Woche 1 Jahr alt geworden. Glückwunsch. Vielen Dank. Habe eine Partnerin, mit der ich sehr glücklich bin und bin ansonsten ein sehr zufriedener Mensch. Das hört sich gut an, oder? Also zufriedene Menschen haben wir immer gerne, liebe Extra-Time-Zuschauer. Dann können sie nicht so viele meckern, wenn wir hier über sie herziehen. Nein, Scherz beiseite. Du hast gesagt, du bist 31 Jahre alt und machst den ganzen Job als sportlicher Leiter, so wie es sich jetzt neu modern schimpft, 8 Jahre lang. Mhm. Mit 23 spielt man eigentlich noch Fußball. Gab es irgendwie einen bestimmten Grund, dass du gesagt hast, oh Mann, ich nicht mehr, ich gehe lieber hinter die Kulissen, anstatt... Wäre schön gewesen, wenn ich das hätte so tun können. Ich habe mich damals in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr häufig verletzt und hatte auch einige Operationen. Und dann kam das eine Spiel gegen Lichterader BC, wo ich mich dann sehr, sehr schwer verletzt habe, mir das Kreuzband gerissen habe. Und dann sagte auch der Arzt, es hat dann auch irgendwann keinen Sinn mehr, dass du deinen Körper in so jungen Jahren so vielen Strapazen aussetzt. Und dann war die Fragestellung so, was passiert denn jetzt? Mhm. Ne? Was machst du jetzt? Ich liebe den Sport, ich habe das auch sehr, sehr intensiv bis dahin betrieben. Und habe dann mit dem Verein gesprochen und da wurde mir damals diese Teammanager-Stelle quasi angeboten, die ich dann angenommen habe, um natürlich erstmal ein Gefühl zu bekommen. Denn heute sitzt du noch in der Kabine und morgen stehst du quasi vorne und versuchst, Dinge richtig zu entscheiden und da muss man erstmal ein bisschen reinwachsen. Mhm. Heute würde ich sagen, ist es jetzt zur Normalität geworden und das ist ein schönes Thema. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Du machst ja auch gute Arbeit, Murat, oder? Ja, absolut. Also könnte man sich wünschen. Falls er mal von Lichtenberg 47 weggeht, liebe Extra-Time-Zuschauer, kann ich ihn nur wärmstens empfehlen. 31 Jahre noch unverbrannt. Also du kannst die nächsten 30 Jahre noch was machen, glaube ich. Aber ich glaube, du willst mit Lichtenberg 47 eher was reißen. Ja, na, selbstverständlich, sonst wäre ich ja auch nicht so lange da. Ne? Und dass natürlich irgendwann Veränderungen anstehen im Leben, das ist ein normaler Prozess. Das gehört einfach auch dazu. Das braucht man mit Sicherheit auch mal. Jetzt ist es bei uns so, dass wir ein Team haben, nicht nur die Spieler, auch das Funktionsteam, was ich alles sehr, sehr schätze. Und es gibt für mich aktuell keinen Grund, jetzt nach links und rechts zu schauen, sondern nur geradeaus. Und du hast es so schön beschrieben, wir würden uns gerne in diesem Sportprojekt, so wie wir es immer ja auch beschreiben, mal gerne die Krone aufsetzen.
Und mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Wenn das bei rauskommen würde, sehr, sehr gern. Okay. Aber wir werden dieses Thema ja nie so anmoderieren, dass wir der Gruppe sagen, wir müssen, denn dafür sind Voraussetzungen immer notwendig. Die sind bei uns an vielen Stellen noch nicht so gegeben. Aber ich glaube, als Gruppe brauchst du ein Ziel am Anfang der Saison und musst ja auch irgendwie für was arbeiten. Ne? Natürlich. Nicht nur für die Luft. Hört sich gut an. Gutes Stichwort war sein Funktionsteam. Also das heißt, der liebe Benny ist ja sozusagen das Mädchen für alles, nenne ich immer die sportlichen Leiter. Letztendlich bist du ja wirklich für fast alle Belange zuständig. Ja. Aber wir haben heute natürlich auch jemanden aus dem Funktionsteam eingeladen, liebe Extra-Time-Zuschauer. Am Anfang habe ich ihn vorgestellt. Lieber Momar, schön, dass du da bist. Dein Bruder kenne ich ja nun persönlich sehr lange, auch durch Victoria und hast du nicht gesehen. Wir haben noch nicht so oft das Vergnügen gehabt, aber verfolgt habe ich dich natürlich auch immer. Wir wissen, dass du so eher der Solide bist, im Gegensatz zu Abu. Ne? Abu ist dann mehr der Verrücktere, sage ich jetzt mal. Moma, stell dich doch auch kurz bitte mal unseren Extra-Time-Zuschauern vor. Wer ist Moma Jai? Was hat Moma bis jetzt gemacht? Du bist ja nicht immer Co-Trainer gewesen oder als Co-Trainer auf die Welt gekommen, sondern du hast ja auch schon höhere Erfahrungen sammeln können als Trainer, als Spieler, oder nicht? Ja, Moma Jai. Ja, erstmal bedanke ich mich auch, dass ich überhaupt hier sein darf. Sehr gerne. Gerade in der Runde mit Murat habe ich ja schon das ein oder andere Spiel schauen dürfen. Macht immer Spaß. Ja, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe zwei herrliche Kinder, Zwillinge. Schön. Bin als Finanzdienstleister tätig, selbstständig und gehe jetzt mit Lichtenberg 47 in mein viertes Jahr. Und muss natürlich auch sagen, dass es alles in allem eine sehr gute Entscheidung war. Benny Klötz hat mich ja eigentlich irgendwie schleichend nach Lichtenberg geholt. Erst waren es Telefonate, dann war er im Büro gewesen, hat mich besucht und mir von dem spannenden Projekt auch erzählt und gesagt, dass sie halt wirklich was vorhaben. Ne? Und wer mich halt kennt, weiß, dass ich jetzt nicht irgendwelche 0815-Projekte annehme, sondern mir Dinge auch genau angucke, hinterfrage und dementsprechend dann auch meine Entscheidungen fälle. Und ja, da hat mich Benny gut überzeugt, nach Lichtenberg zu kommen. Und das hört sich gut an, das hört sich gut an. Moma, aber ich, wie gesagt, hast dich vielleicht so ein bisschen rausgeredet, aber Moma hat ja auch Fußball gespielt, ne? Ja. Wie Abu auch. Ne? Also ja. Ihr habt ja dann auch zusammen, glaube ich, bei Tasmania gearbeitet mit Abu. Genau. Hast du ihm gleich im Anschluss danach verpflichtet, Benny, oder hat er dann nochmal eine schöpferische Pause eingelegt? Es war eine schöpferische Pause noch dazwischen. Ich glaube, dass damals das Thema Tasmania auch eine große Herzensangelegenheit für beide waren. Für beide natürlich. Der Abgang damals wurde ja auch ein bisschen medial kommuniziert, aber da würde ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das gar nicht meine Baustelle ist. Für uns oder für mich und Uwe Lehmann, unserem Cheftrainer, war Moma schon immer eine spannende Personalie. Man muss da sich ein bisschen mehr Mühe geben, das stimmt schon. Das habe ich auch getan, glaube ich, und mit vollem Erfolg, weil er ja passt zu dieser 47er-Familie, wie wir es auch immer beschreiben. Denn der Großteil der Jungs, die jetzt da sind und auch das Funktionsteam sind sehr, sehr lange schon beisammen und spricht so ein bisschen dafür, dass man so eine familiäre Atmosphäre halt schafft. Ne? Man kennt einander, man kennt auch die Stärken und Schwächen des anderen und das kann man innerhalb einer langen Zeit, die man zusammenarbeitet, auch gut immer ausgleichen. Kommen wir gleich zur Lichtenberg 47-Familie. Lieber Murat, denk nicht dran, dass du hier schön deinen Kaffee von unserem Gönner Exklusiv-Coffee trinken kannst und nichts sagen musst, sondern der Moderator muss ja alles machen und kann keinen Kaffee trinken. Jetzt frage ich dich mal, jetzt habe ich ihn ja zweimal gefragt. Einmal bin ich denn rausgekommen. Wo hat denn Moma so alles gespielt? Weißt du das? Du bist doch unser Experte, müsstest du ja eigentlich wissen. Denn. Ja, ich weiß, dass er bei Tennis Borussia gespielt hat. Ah, toll. Ja. Das ist auch, glaube ich, über Jahre hinweg, nicht? Ein paar Jahre waren es schon. Ja? Und Victoria auch. Auch in der Nationalmannschaft von Gambia. Willst du uns kurz was dazu erzählen? Ich meine, vielleicht hören wir es gerne aus dem Mund. Wie war das? Was war das für ein Gefühl für dich, für die gambische Nationalmannschaft? Also, es gibt noch Wörter, die muss ich auch noch lernen, lieber Extra-Time-Zuschauer, für die gambische Nationalmannschaft. Was war das für ein Gefühl? Naja, es ist natürlich überragendes Gefühl. Ne? Ich muss sagen, dass ich mich an mein erstes Länderspiel so erinnere, dass ich vor Spielen bin ich oftmals nervös oder angespannt und alles drum und dran. Aber komischerweise, das erste Spiel hatten wir gegen Nigeria gehabt. Und ich hatte keine Nervosität, ich war vollkommen ruhig. Und das war für mich ungewöhnlich.
Weil irgendwie hat man ja immer eine Anspannung, ja, ja, vorher auf Toilette irgendwie nochmal pingeln, pullern. Oder ja, natürlich, kannst du hier, wir sind hier zu Hause. Kannst du ruhig sagen. Pipi machen. Und das war da nicht der Fall und das kam mir schon komisch vor, aber es war halt auch in der Heimat und auch für die Nation zu stehen. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich bei diesem Spiel denn eine absolute innere Ruhe hatte und dementsprechend auch den Nationaltrainer überzeugt habe. Und der hat mich dann zu weiteren Spielen dann natürlich auch eingeladen. Mit deinem Bruder zusammen? Oder? Mit Abu zusammen, ja, genau. Abu hat zwar mehr Spiele, aber wir streiten uns ja immer. Wer wichtiger war, schöne ich Grüße von hab mehr Minuten gespielt und er hat halt mehr. Hat sich immer reingeredet, war? Ja, Startelf. Na, ich musste mich für ihn einsetzen. Okay. Und wie ist das Spiel ausgegangen? Kannst du dich noch erinnern? Das erste Spiel, da haben wir 1-0 gegen Nigeria verloren. Wer hat bei Nigeria so alles gespielt? Gab es da Namen, die du uns... Obafini Martins hat da mitgespielt gehabt. Mhm. Und da habe ich kennengelernt, was wirklich schnell bedeutet. Ja, okay. Also was halt ein Sprung Wahnsinn, bedeutet. Ja. Also, hast du den richtigen gehabt. Ja. Und da habe ich natürlich auch mitbekommen und für mich realisiert, dass es halt Sphären sind, wo ich absolut nicht hingehöre. Also okay. Ich gehöre nicht in die Bundesliga, in die Premier League oder wie auch immer, weil das noch einmal ein Niveau ist, jenseits von Gut und Böse. Mhm. Also wenn man die Leute im Fernsehen spielen sieht, ist das das eine. Aber wenn dann neben einem den Antritt macht, dann, und ich war nicht langsam, okay. Also okay. Dann ist es schon mal eine ganz andere Klasse. Wann war das? Das war zwischen 2002 und 2000, ja, die Qualifikation zu Deutschland war ja 2005, 2006. Ah, okay. Wie viele Zuschauer? Unterschiedlich. In Senegal waren 75.000, bei uns passen 45 rein, aber ich habe ja vorhin das Bild gezeigt. Liebe Extra-Time-Zuschauer, das müsst ihr euch echt angucken. Ich weiß nicht, hast du das auf Facebook gehabt oder wo hast du das Bild her? Nein, wir haben so eine Chatrunde von ehemaligen okay. Spielern und einer hat das geschickt. Okay. Und wenn ich es kriege, zeige ich euch nachher mal. Das war wirklich Wahnsinn. Das ist, hat auch Muratöcher vor der Sendung haben wir das kurz besprochen. Das sah aus wie Innenstadion, also bei Beşiktaş Istanbul. Voll bis zum, die sind auf den, was war das, ein Strommast oder irgendwie sowas? Flutlichtmast sind die da drauf gewesen. Also es ist wirklich, viele sagen, die Engländer sind fußballverrückt, aber ich glaube, in Afrika ist die Verrücktheit nach Fußball nochmal ein Tick mehr. Also so sieht es für mich auf jeden Fall aus. Was mich mal interessieren würde, in Afrika ist doch dieses berühmte Geräusch, wenn man Fußball spielt. Vuvuzela? Nee, wie? Vuvuzela. Also im Fernsehen, wenn ich Fußball gucke, nervt mich das. Wie ist das als Spieler? Nein, das ist halt typisch für Südafrika. Okay. Also das ist nicht in ganz Afrika der Fall. Das wäre genauso, als würde man jetzt, weiß nicht, die Niederländer haben immer ihre Kapelle mit im Stadion. In der Türkei, Beşiktaş, das lauteste Stadion weltweit, Welt. Das kann man ja nicht für ganz Europa dementsprechend sagen, weil die Vuvuzelas sind Südafrika-typisch. Das ist in Gambia überhaupt nicht der Fall, okay. In Westafrika nicht. Es ist laut, man hört Trommeln, ne, sie singen, es ist mehr so eine Art Festheit. Mhm. Ne, also nicht wie hier in Europa oder in Deutschland. In der Türkei sagt man zum Beispiel immer, in den Stadien, die fangen auch an zu singen von der ersten bis zur 90. Minute. Ja, und dann sagt man, die gehen gar nicht mit dem Spiel mit, wie in England. Ja, die singen einfach vorne weg und wissen gar nicht, was auf dem Platz passiert. Wenn man ein Tor fällt, dann schreien die alle. Aber weißt du, was ich beobachtet habe, mal wegzukommen, kurz vom Fußball, wir kommen gleich wieder drauf zurück, liebe Extra-Time-Zuschauer. In vielen Ländern, wo es den Ländern eigentlich nicht so gut geht, dass man da wirklich so viele Leute sieht, die echt noch Lebenslust haben, die gegen die ganzen Widrigkeiten ankämpfen. Es ist wirklich, das macht mich auf einer Weise unheimlich traurig, ja, weil man weiß, was da im Prinzip auch für Leid und sowas herrscht teilweise. Aber mit was für einer Moral diese Menschen dahin gehen, ja, also das ist Hut ab. Ich kann mich nur an mich erinnern, wenn ich morgens aufstehe und mit zwickt der Rücken, dann sage ich, ich habe keinen Bock auf Arbeit oder sonst was. Und diese Leute, die haben so eine Lebenslaune, das ist echt bewundernswert. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mal außerhalb vom Fußball. Das ist echt, ziehe ich einen Hut vor. Ich hoffe, dass ich mir da ein bisschen was abgucken kann. Kann man nur unterstreichen. Ne? Also das ist wirklich so, muss man so sagen, wie es ist. Moma, vielen Dank erstmal für die kurze Vorstellungsrunde. Wir kommen auf jeden Fall nachher nochmal bestimmt zu der einen oder anderen Anekdote, die du uns berichten kannst. Auch gerne über deinen Bruder Abu. Aber jetzt haben wir dich. Also dementsprechend, ich habe mir heute Verstärkung geholt. Heute darf er alles sagen über dich, was er möchte, habe ich ihm erlaubt. Aber er ist nicht so, er hat gesagt, er sagt nichts und schweigt dazu. Kommen wir zu Lichtenberg 47, Familie, bevor wir
zum Pokalwochenende kommen. Viele Überraschungen. Leider auch eine Überraschung, die für uns persönlich nicht so positiv war, aber natürlich für die gegnerische Mannschaft. Lichtenberg 47 versucht seit Jahren schon oder liefert seit Jahren sehr gute Arbeit ab. Backt auch kleine Brötchen, auch in deiner Person. Du bist ja nun wirklich keiner, der irgendwo immer im Vordergrund steht oder, ich sag mal so, die Posaune nach vorne hin bläst, sondern bis heute, muss ich ehrlich zugestehen, wusste ich nicht, wer Benjamin Plötz ist. Ich wusste nur, da gibt es einen sportlichen Leiter, über den wir uns ständig unterhalten haben. Aber mehr auch nicht. Ist es deine Philosophie, das Ganze im stillen Kämmerchen zu führen und, wenn es denn soweit ist, doch mal einen Jubelschrei rauszulassen? Ja, den Jubelschrei in jedem Falle. Also den haben wir aber auch unmittelbar nach dem Spiel oder bei jedem Tor. Ich glaube, Momo hat mich schon in der einen oder anderen sehr emotionalen Aufnahme dann auch erlebt, unmittelbar am Platz oder wie gesagt in der Kabine. Ja, ich bin eher still und im Hintergrund, weil ich glaube, dass das nur das Richtige ist, was du als Persönlichkeit in so einer Rolle zu tun hast. Ich glaube nicht, dass die Rolle dafür da ist, dass man sich nach draußen irgendwie groß darstellen muss, sondern ich glaube, es geht um die Mannschaft, es geht um den Trainerstab, es geht um den Club und nicht darum, ob Benjamin Plötz wichtig oder unwichtig ist, sondern vielmehr, dass man sieht, dass da eine nachhaltige Arbeit betrieben wird, und wo es gewisse Spielregeln gibt, die einzuhalten sind und ja, wo wir versuchen, für Berlin irgendwie einen guten und attraktiven Fußball zu spielen. So, von daher ist es schön, dann haben wir uns heute beide kennengelernt. Das freut mich sehr. Feiner Kerl, lieber Extra-Time-Zuschauer. Wie gesagt, 31 Jahre jung. Jeder andere hätte gesagt, ich spiele noch ein bisschen Fußball. Aufgrund der Verletzung natürlich nicht. Aber warum nicht Trainer und sportlicher Leiter? Kann ich gar nicht so beschreiben. Ich glaube, ganz, ganz oft habe ich die Situation dann hinten im Trainerraum, wenn wir so diskutieren über gegnerische Mannschaften oder auch über die eigene, dass ich dann ab und zu versuche, so ein bisschen meine Kompetenz zu verschieben, aber eigentlich mit einem Lächeln im Gesicht. Ich versuche eigentlich immer alle Sachen, die wir hinten machen, immer klar abzugrenzen, weil ich bin am Ende nicht der Trainer, ich mache die Ausstellung nicht und ich werde mich da auch nicht einmischen, aber ich habe immer eine Meinung. Ist das so? Muss man gleich mal die erste Quelle fragen, weil die sportlichen Leiter erzählen ja immer dann viel, wenn der Tag lang ist. Alles in Ordnung. Aber sonst kommen sie dann rein und sagen, oh du hier, ich habe den Spieler verpflichtet, nun sieh mal zu, dass du mir den Typen spielen lässt, ansonsten ist er unzufrieden. So was macht er nicht. Also, auch wenn er jetzt nicht hier säße, für mich ist Benny der Rangnick. Okay. In Kleinformat natürlich. Er ist absolut kompetent, lebt Fußball, kennt sich mit dem Fußball aus, erkennt Situationen und natürlich ist es vom Vorteil, wenn wir auch viele Sachen uns austauschen können. Ne? Weil wenn man erfolgreich sein möchte, wie das Ziel auch immer ausgerichtet ist, muss man sich austauschen, man muss sich auf jeden Fall auch mal fetzen können. Na klar, ne? Gehört dazu. Und natürlich auch dementsprechend in den Arm nehmen und sagen, okay gut, jetzt geht's aber weiter, weil wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Und was ich zu 100% bestätigen kann, ist, dass er keine Grenze, was jetzt Kompetenzen betrifft, überschreitet, in keinster Weise. Und uns da unsere Arbeit machen lässt, zwar die Meinung mit einbringt, aber das immer auf einer Ebene, wo wir einfach auf Augenhöhe miteinander reden. Wie hört sich das für dich an, sowas aus dem Mund eines, ich sage jetzt mal, Älteren, weil er ist ja letztendlich älter wie du. Alle im Trainerstab. Genau. Abgesehen jetzt von Alexander Vogt. Vielleicht noch mal ein paar Spiele eventuell sogar noch älter als du? Oder? Ist toll. Wie hört sich das an für dich? Ist toll, keine Frage, weil genau das Thema Hierarchie, was du gerade angesprochen hast, auch Altersstrukturen, auch das ist ein Thema, was wir so beherzigen, auch tagtäglich im Umgang miteinander, ist natürlich toll, ist außer Frage. Deswegen sitzen wir auch beide zusammen da und deswegen ist er auch bei uns und unabhängig davon versuche ich immer mit den Leuten so umzugehen, wie ich mir wünsche, wie jeder Einzelne auch mit mir umzugehen hat. Und die Sachen, die wir hinten im Trainerraum machen, da ist viel Spaß dabei, viel Ernsthaftigkeit. Und Momo hat es gerade angesprochen, natürlich hast du auch Reibungspunkte. Und die bringen uns alle am Ende auch weiter und die kosten auch hier und da mal vielleicht einen Moment mehr Kraft. Aber es geht ja darum, dass wir mit der Gruppe besser werden wollen und die Spieler, die da sind, sind ja auch viele sehr, sehr lange schon da, die sollen sich weiterentwickeln. Und unser Cheftrainer Uwe Lehmann hat, glaube ich, viele Jungs davon auf ein neues Niveau gehoben. Auch wenn man das Spiel gestern in Wilmersdorf dann wieder sieht, worauf du ja später nochmal zurückkommen wolltest, hatten wir auch drei, vier Jungs mit dabei, wo ich manchmal einfach nur ein Lächeln im Gesicht habe, weil ich weiß, wo sie herkommen, von welcher Entwicklungsstufe und wo sie jetzt so stehen, da bist du schon stolz drauf. Das glaube ich. Liebe Extra-Time-Zuschauer, ihr seht, wir sind hier voll im Gange zu
sprechen. Wir haben heute auch wieder zwei Besucher, ganz kurioserweise, aus welchem Grund auch immer. Das Schlimme ist, ich habe heute sogar geduscht, heute früh, aber die verfolgen mich hier irgendwie, keine Ahnung. Nein, Scherz beiseite, Lichtenberg 47 ist heute, wie gesagt, unser Gast und wir haben ja immer wieder, fordern wir euch auf, schreibt uns, textet uns. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Ihr könnt uns über WhatsApp erreichen. Unsere WhatsApp-Nummer ist die 0163 955 6688. Lieber Murat, wie ist unsere E-Mail-Adresse? Fragst heute, ja. Ne, hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich frage dich ab. www.extratime. Okay. tdb.de. Perfekt, fast. Außer das www weglassen. Okay. Ansonsten wäre es gut. Also, liebe Extratime-Zuschauer, extratime@tdb.de ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns jederzeit, WhatsApp uns, ruft mich an. Ich habe dieses Handy am Mann, also da könnt ihr mich erreichen, falls irgendwelche Klagen oder sonst was sind. Ich komme aber noch mal ganz kurz darauf zurück. Als Moderator musst du halt immer ein bisschen so ein Stück was auffangen, ne Murat? Würde ich mir auch von dir ab und zu mal wünschen. Du könntest jetzt. Nein, aber mein Experte, der mir den Rücken deckt. Okay. Ja? Der vielleicht mal das auffängt, was ich eventuell verpasse. Mhm. Ja? Will ich ja nicht in die Pfanne hauen. Ja. Ist schon okay, aber ich. Na warte. Okay, Moma hat gesagt, wir haben ein gemeinsames Ziel, lieber Benny. Wie lautet das Ziel? Sich weiterzuentwickeln. Und das ist ein relativ simples Thema und da steckt so viel Fleiß und Akribie dahinter. Weiterentwickeln kannst du dich tatsächlich auf mehreren Ebenen, persönlich, sportlich, als Team, als Trainerstab, im Umfeld, auf allen strukturellen Ebenen, die es so gibt innerhalb eines Clubs, ob Jugendbereiche und so weiter und so fort. Das ist echt eine Herkulesaufgabe, weil wir tagtäglich ja auch spüren, was wir da tun. Und die Familien, die zu Hause sitzen, an der Stelle schöne Grüße, die halten uns echt den Rücken frei. Und ich finde das nicht selbstverständlich, von daher muss man auch immer ein bisschen dann wieder ein Gefühl dafür kriegen, was man da eigentlich tagtäglich anfasst. Hm. Und so betrifft es genauso das, was der Trainerstab vom Team verlangt. Und da ist das Ziel klar, jeder Einzelne von euch muss besser werden. Hm. Nicht unter der Prämisse, dass dann Leistungsdruck herrscht, sondern dass du das annimmst, was im Training vermittelt wird und im Umkehrschluss versuchst, am Wochenende auf dem Rasen zu kriegen. Hm. Und Murat wird mich bestätigen, das ist mitunter schon schwer, auch für jüngere Leute, immer diese Konstanze zu bringen. Und dann richtet man sich gerne an einem erfahrenen Spieler aus und sieht, der kann das über Jahre hinweg auf Knopfdruck machen. Und wer ist dieser Spieler bei euch zurzeit? Wem kannst du da, sag ich mal, als Vorbild oder als Vorreiter, sage ich jetzt mal, außer unserem Trainer Uwe Lehmann, der nun wirklich hervorragende Arbeit leistet, die jahrelang, wo ich auch persönlich immer wieder, also in den Sendungen davor auch gesagt habe, dass es in meinen Augen einer mit der stärksten Trainer in Berlin ist. Außer der Trainer, außer der Co-Trainer, vielleicht auch noch der sportliche Leiter. Aber wer, meinst du, ist in der Mannschaft so eine kleine Säule, wo man sagt, okay, an denen ziehen sich die Jungs eventuell auf oder die Jungschen Bengels. Vielleicht sollte man das auch, Moma würde wahrscheinlich eher enger dran sein an der ganzen Geschichte. Wem hältst du für die Säule der Mannschaft? Also es muss nicht unbedingt von der Leistung her sein, aber es kann ja sein, dass du einen, so zum Beispiel bei Murat, dass du einen hochgucken und sagen, Mensch, Murat ist ein toller Trainer. Wer könnte das bei euch sein? Oder wer ist es für dich? Ich glaube, dass in so einer Mannschaft jeder halt seine Rolle hat. Ich weiß, wenn ich als Spieler irgendwie unsicher war und dann ins Zentrum geguckt habe und da war Spieler XY, dann wusste ich, okay, mit denen kann ja eigentlich nichts schiefgehen. Und das muss jeder Spieler für sich natürlich ausmachen, als Trainer gespannt. Und gerade Uwe hat ja, mit der, mit den älteren Spielern oder auch mit einigen Leistungsträgern viele Gespräche geführt. Ne? Mhm. Weil natürlich, na klar, als Trainer hast du eine Vorbereitung zum Spiel und du kannst schrittweise im Spiel eingreifen. Ja. Aber letztendlich ist es so, dass die Spieler viele Dinge auch denn selber regeln können. Weil ich kann ja nicht auf dem Spielfeld laufen und sagen, okay, ich mache jetzt den Laufweg für dich oder wie auch immer. Und das kriegt Uwe Lehmann sehr gut hin, dass er halt mit den Spielern Gespräche führt und natürlich sie auch mit einfängt, also mit ins Boot nimmt und nicht sagt, okay, wir gehen jetzt den Weg oder ich möchte den Weg und ihr geht mir nach, sondern er probiert natürlich auszuloten, wobei fühlen sich die Spieler wohl, weil das ist ja in erster Linie das Wichtigste, dass sie sich wohlfühlen und wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie auf dem Platz wissen, okay, wir können das auch packen, dann übernimmt jeder einzelne Spieler eine Rolle. Der eine, ein Thomas Brechler, der ist
immer Motivator. Er ist in keiner Weise negativ. Mhm. Ne? Ein Christian Gabel kriegt dann den entscheidenden Ball und spielt ihn dann entscheidend rein. Ne? Mhm. Den müssen einige Spieler manchmal vielleicht auch aufbauen oder sagen, weiter geht's. Ein David Hollwitz, Nils Fliegen, also normalerweise müsste ich von Niklas Wollert anfangen bis zum Moritz Schöpf. Also okay. Deswegen war es schön, dass du die Frage ihm gestellt hast. Wollte ich gerade sagen, ich habe schon so leicht gesehen. Ja, nee, ich hätte genauso, wie Momas jetzt gerade sagt, bei uns kann man das gar nicht so ohne weiteres ausmachen. Wir haben so außergewöhnliche Spieler wie Christian Garve. Dann gehst du eine Etage dahinter und siehst dann Nils Fliegen, Hollwitz, Haubitz, Banze, Schmidt. Also eigentlich ist der ganze Kader... Deswegen sagen wir es auch immer so, weil wir es so fühlen, der ist von A bis Z genauso, wie wir ihn haben wollen. Mhm. Mit den Typen, die da drin sitzen, mit den Jungs, die vielleicht auch mal Tiefphase innerhalb einer Saison haben, aber Murat, wir hatten es vorhin schon gehabt, man muss denen das ja auch eingestehen und verzeihen, weil sie gehen alle normal arbeiten. Sie gehen allem ihrem Wunsch als Beruf nach oder in der Schule noch, der eine oder andere. Mhm. Also ich glaube, Sebastian Reiniger zum Beispiel, der jetzt mit Uwe gemeinschaftlich schon so über so viele Jahre arbeitet, Christian Garber habe ich schon erwähnt, Thomas Brechler, hattest du gesagt, gibt schon einige, die sehr, sehr lange da sind. Da weißt du genau, was du kriegst. Du weißt genau, welche Rolle sie einnehmen. Aber ansonsten haben wir eine sehr, sehr homogene Gruppe, wo es den einen oder anderen Redelsführer gibt. Das ist auch klar, dass es das geben wird. Muss. Und das passt einfach wie die Faust aufs Auge, weil Moma hat es vorhin angesprochen. Und wenn du eine Phase hast im Spiel, wo es nicht gut läuft, musst du nach links und rechts gucken, musst dich anlehnen können. Und die Jungs haben deswegen auch diesen Entwicklungsschritt genommen. Wenn ich jetzt damit spielen würde, ich einfach ein gutes Gefühl hätte. Ja. Das ist bloß leider nicht mehr der Fall, aber sei es drum. Wie ist der Altersdurchschnitt? Ich glaube, wir liegen jetzt bei rund 24 Jahren. Also relativ junge Mannschaft. Relativ in Ordnung, ja. Doch, ich glaube auch jetzt von der Startformation, wir sind da in einem ganz gesunden... Ja, die macht dich wahnsinnig. Ja, die macht mich kaputt heute. Der Gast macht mich kaputt. Daher kommt der Spruch, ne? Ja? Mit dem Fliegen. Ja. Echt? Anhängig wie eine Fliege. Ja. Nee, ich glaube, der Altersdurchschnitt ist in Ordnung. Es gibt noch deutlich jüngere Mannschaften. Deine Mannschaft ist auch deutlich jünger. Aber wir haben das Glück, dass die Jungs mitgewachsen sind über die Jahre. Ne? Und dementsprechend jetzt auf eine gewisse Erfahrung zurückgucken, die halt an vielen Stellen unbezahlbar ist. Wenn du sie jetzt siehst, wie sie Fußball spielen, das macht einfach Spaß. Deine Augen glänzen, ja. Das merke ich. Ich habe da aber bevor du deine Frage stellst, nicht vergessen bitte. Das ist schön, wenn mein Experte mal eine Frage stellen möchte, ich ihm dazwischen funke. Ohne bitte bewertungsfrei, wir sind hier wirklich wie eine Familie. Murat als Trainer, du hast ja nun auch Lichtenberg 47, kennst du ja, ne? Ab und zu mal so. Ne? Wem würdest du da, wo du sagst, okay, den hätte ich vielleicht gerne in meiner Mannschaft? Das Kollektiv. Ja, Sperrenbau. Das ist genauso wie im Stab, ich muss mir das auch angucken. In der Mannschaft. Ich muss mir das angucken. Ich habe es leider noch nicht geschafft, dieses Jahr zu euch zu kommen. Ich hoffe, dass ich eingeladen werde. Ist das irgendwas zu essen und so? Ja, das kriegen wir hin. Wir gehen dann beide gemeinsam am Imbiss vorbei und dann... Aber ich koche koscher. Wir haben uns selbstverständlich drum kümmern. Ja, das ist außer Frage. Scherz beiseite. Nein, ich hoffe, dass es mir möglich ist, weil ihr wisst, ich bin ja beim BRK-Stadionsprecher. Ja. Gleichzeitig mittlerweile muss ich jetzt auch wieder auswärts mit antreten. Bei FCA mit mache ich auch noch einen Co-Trainer. Also bin du lebst nur noch, und liebst den genau, Fußball. Ist schön. Leider Gottes meine Krankheit, die ich habe. Ich würde gerne mal vorbeikommen und mich davon überzeugen, sehr dass gern. Es wirklich auch so ist. Das Stadion, das ist auch wert. Aber da habe ich schon geguckt. Also Stadion war ich schon oft, also bloß dieses Jahr halt noch nicht. Du hattest noch eine Frage? Ich habe eine Frage und zwar Haubitz. Ich weiß ja, dass ihr finanziell jetzt nicht übertreibt, sehr wohnständig arbeitet. Wie habt ihr ihn bekommen und was für eine Rolle trägt er in der jetzigen Mannschaft? Ich habe, glaube, das Thema sehr, sehr lange verschlossen gehalten. Sogar der Trainerstab wusste nicht so richtig Bescheid. Aber nicht, weil ich sie nicht daran teilhaben lasse. Ich glaube, dass ich alle Personalien diskutieren wir breit und lang. Am Ende trifft natürlich der Cheftrainer Entscheidungen, wenn er meint, Spieler passen oder Spieler passen nicht. Aber bei Mike war es ab dem Moment, wo er gegangen ist, war der Kontakt immer noch so wie vorher. Man muss dazu sagen, dass ich seine Familie seit der Jugendzeit kenne. Sein Vater war mein Trainer bei den Füchsen. Sein Bruder hat mit mir zusammen Fußball gespielt. Deswegen ist die Familie mir sehr ans Herz gewachsen. Und den kleinen Mike habe ich damals quasi das Jonglieren so ein bisschen beigebracht, überspitzt gesagt. Und heute ist sein Kopf größer, glaube ich, gefühlt als ich. Ja, also Wahnsinn, was der für eine Entwicklung genommen hat. Wir haben wahrscheinlich mit viel Liebe und viel Fleiß den Jungen wieder zurückgekriegt. Es war so eine Entscheidung für den Profifußball oder für das normale Leben wieder mit Arbeitswelt und eigener Wohnung. Das ist am Ende auch geworden. Und dann wollte er aber Fußball spielen in einem Rahmen, den er kennt und wo er sich wohlfühlt. Hat er abgeschlossen mit...
dem Gedanken? Ich glaube nicht. Dazu sagen? Ich glaube nicht. Er ist jetzt mit 25 Jahren eigentlich immer noch in einem Alter, wo er es eigentlich kann. Und wir beide haben ihn ja jetzt schon wieder öfters erlebt. Er ist schon ein außergewöhnlicher Sportler. Also nicht nur Fußballer, sondern auch Mensch und auch in dieser Gruppe sich für nichts zu schade. Deswegen ist es einfach nur kostbar, dass er in der Kabine sitzt. Wir haben es damals ein bisschen zelebriert, als der Wechsel dann fix war. Bin ich mit ihm damals in die Kabine reingelaufen. Die Jungs saßen am ersten Trainingstag und dachten eigentlich, er wollte nur guten Tag sagen. Mhm. Aber er hat sich dann hingesetzt und dann war allen eigentlich klar, dass er jetzt wieder zu Hause ist. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Und zu der eigentlichen Frage mit der Rolle. Er ist eigentlich mit Sebastian Reiniger und David Hollwitz sind so die Köpfe in der Gruppe, die versuchen sollen, strategisch für die Mannschaften richtige Entscheidungen zu treffen, die versuchen sollen, ihre Impulse mit ihrem Alter und aber auch ihre Erfahrung, bei Mike jetzt gerade die letzten 3 Jahre in der Regionalliga, das halt mit reinzubringen. So, und ansonsten Jungs besser zu machen. Genau. So, bevor wir jetzt zum Alltag kommen, sage ich mal, vielen, vielen Dank, wirklich, wir können wahrscheinlich noch stundenlang über Lichtenberg 47 reden, was wir auch nachher nochmal machen, gerade im Zuge des Pokals. Wollen wir jetzt so langsam zum Pokaltag kommen, sage ich jetzt mal. Es war ja Pokalspielwochenende. Wie gesagt, viele, viele Überraschungen sind passiert, über die wir reden wollen. Auch die Regionalliga, sage ich mal, Vertreter haben sich im Pokal gut geschlagen. Und einer davon ist natürlich der BAK. Viele fragen, warum immer BAK, BAK, Leute, weil ich da nun halt vor Ort bin und diese Berichterstattung machen kann. Dementsprechend, es ist jetzt keine Parteiergreifung oder dass man sagt, hier nur BAK berichten. Aber ich will euch was berichten und da, wo ich bin, kann ich es ja berichten. Von Hertha 06 kriegen wir von Frank Arlinghaus ein paar Sachen. Ich sag mal, von Lichtenberg können wir vielleicht auch irgendwann mal profitieren, dass die uns noch ein paar Sachen schicken. Also dementsprechend bitte nicht falsch verstehen, dass wir hier irgendwelche Parteien ergreifen oder nur Berichterstattung beim BAK machen. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, 7:0 gegen, Stern Kaulsdorf haben sie gespielt, haben gewonnen. Und gucken wir mal, was die beiden Trainer zu der ganzen Spielsituation oder dem Spiel gesagt haben. Auf dem Sandboden da in Kaulsdorf, das war wirklich eine Buddelkiste, der Rasen sah aus wie geleckt. Soll aber angeblich am Freitag gedüngt worden sein. Schelm, der bei Böses, bei, wie heißt das Sprichwort auf Deutsch? Sag mal, ich bin Türke. Moma. Genau. Ja, genau. Moma ist der Deutsche zwischen uns. Moma ist der Deutsche zwischen uns. So, liebe Extra-Time-Zuschauer, wir schauen uns jetzt die beiden Trainerstimmen vom Spiel Stern Kaulsdorf gegen BAK 07 an und sind danach gleich im Anschluss für euch wieder da. Viel Spaß. Liebe Extra-Time-Zuschauer, wir haben jetzt Muni Raichuni, Trainer, Co-Trainer vom BAK 07. Er hat sich heute zur Verfügung gestellt. Munir, ein klarer Sieg letztendlich gegen den Bezirksligisten Stern Kaulsdorf. Am Anfang sehr schwer gewesen, natürlich auf dem engen Platz, alles voller Sand. War nicht ganz nach euren Wünschen, sage ich mal, die Spielbedingungen. Aber wie hast du das Spiel an sich gesehen heute? Und wie ist die Vorbereitung auf Halberstadt? Ist das was dafür gewesen oder sagst du eher, es ist ein Spiel, das man einfach hatte spielen muss? Ja klar, also Pokal gerade jetzt halt gegen eine Mannschaft, wo wir vorher jetzt eigentlich der Plan war, dass wir auf Rasen spielen, wurde dann kurzfristig auf Kunstrasen verlegt. Kunstrasen, wie du schon gerade erwähnt hast, natürlich nicht optimal, sehr eng, voll mit Sand. Einige Spieler bei uns in der Mannschaft, die schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr auf Kunstrasen gespielt haben. Also auf jeden Fall ungewohnte Bedingungen. Nichtsdestotrotz, als Regionalligist ist es egal, was für einen Platz man spielt, man muss gegen vollem Respekt natürlich, aber gegen so eine Mannschaft halt auch gewinnen. Das haben wir halt auch der Mannschaft von Anfang an klar machen wollen und das haben wir auch in der Kabine heute nochmal angesprochen, gestern auch angesprochen, dass wir hier voll mit Seriosität und Konzentration rangehen. Das haben die Jungs gut aufgenommen. Am Anfang natürlich schwer, der Gegner ist beim 0:0 immer noch sehr motiviert. Mit einer Achterkette hinten gespielt, die Breite abgedeckt mit 8 Spielern und dann 2 davor. Natürlich dann immer schwer, wir haben uns ein bisschen schwer getan am Anfang, haben es nicht so ganz hinbekommen, halt auch wirklich dann über die Flüge zu kommen, viel durch die Mitte. Ja, dann fällt das Tor, dann ist erstmal so ein bisschen natürlich wieder Enthusiasmus noch mehr da drin im Spiel halt auch und dann haben wir es weiter mit aufgebaut und in der zweiten Hälfte dann mitunter dann auch mit einem Mann weniger, fast die ganze Hälfte, haben wir dann noch die weiteren Tore geschossen, die dann letztendlich zu diesem Ergebnis geführt haben. Glückwunsch erstmal zum Pokal, weiterkommen, sage ich mal, auch in der Höhe. Mittwoch ist jetzt Halberstadt, ziemlich unangenehmer Gegner. Und dann kommt Chemnitz, oder wir müssen dann zu Chemnitz, zum Tabellenführer, der bis jetzt ungeschlagen ist.
was im Vorfeld natürlich auch sehr, sehr heiß, sage ich mal, gehandelt wird, das Spiel, auch alleine aufgrund der Tabellensituation. Der BRK will nach oben, sie sind da oben. Was sagst du, wie ist die Marschroute gegen Halberstadt? Ist da schon die Vorbereitung für Chemnitz oder konzentriert man sich da nur auf Halberstadt? Genau so, es ist also von Spiel zu Spiel denken, ganz klar. Also das ist erstmal das Wichtigste, dass wir uns voll auf das kommende Spiel gegen Halberstadt jetzt konzentrieren in der Trainingswoche. Wir haben ja nur 2 Tage, morgen und übermorgen, dass wir da auch wirklich mit der vollen Konzentration rangehen ans Spiel. Und dann gucken wir halt weiter, was dann in Chemnitz ist. Aber auch da lassen wir uns natürlich dann irgendwie jetzt nicht abschrecken von irgendwelchen politischen Situationen oder irgendetwas. Geht nur um Fußball und ich denke, beide Mannschaften wollen einfach auch nur Fußball spielen. Und da fahren wir dann einfach hin. Aber das, wie gesagt, erstmal Mittwoch das Spiel, volle Konzentration darauf. Und dass wir dann halt das optimale Ergebnis für uns halt rausholen. Munir, viel Erfolg. Herrn Bienert bei uns, der uns vielleicht kurz mal was zum Spiel sagt. Ihr habt euch ja eine lange Zeit gut geschlagen, hinten ein Abwehrbollwerk, Beton angerührt sozusagen. Und dann ist es dann doch noch passiert vor der Halbzeit, 3 Gegentore. Wie haben sich deine Jungs geschlagen? Wie zufrieden bist du mit dem Spiel, Leute? Also für unsere Verhältnisse bin ich sehr zufrieden. Also bis zur 40. Minute ging der Matchplan ja mehr oder weniger auf. Wir haben, wie gesagt, wie du schon sagst, einen Bus hinten gepackt oder 2 voreinander. Ja, das war auch kaum möglich. Ja, kam vielleicht uns auch zugute, dass wir auf dem Kunstrasen heute gespielt haben. Der Platz war gesperrt heute, der Rasenplatz im Bezirksamt, weil die am Freitag gedüngt haben, warum auch immer. Ja, so denke ich mal, unterm Strich sind wir sehr zufrieden. Taktisch den Matchplan nochmal gut umgesetzt. Wir haben gut versucht, eng die Räume zu machen, zu schließen immer wieder und halt BRK sehr schwer zu machen. Aber dass irgendwann die Tore fallen, war fast klar. Aber wir hatten auch 2 ganz gute Möglichkeiten. Gerade in der ersten Halbzeit, wo der Torwart den gut rausholt, den einen Fernschuss, hat euch nochmal so ein bisschen Auftrieb gegeben, ne? Auf den ersten hätten wir so eins so fast in Führung gehen können, wo er außen durch war, aus spitzen Winkel mit Pike. Ja, dann 2. Szene, weiß nicht, aber normalerweise für mich warten 11 Meter, aber muss man nicht geben, kann man geben, aber wie auch immer. Das hätte auch nicht geändert an diesem Ergebnis. Aber wir hätten uns natürlich sehr gefreut, dass man Tor gemacht. Okay. Ihr seid in der Bezirksliga ansässig zurzeit, oder? Genau, Bezirksliga. Welche Staffel? Staffel 2. Wie läuft es da bei euch zurzeit? Gut gestartet, 2x6-0 gewonnen. Letzte Woche leider 2-0 auswärts verloren. Bei uns ist immer ein Problem, sobald 3-4 Stammspieler ausfallen, haben wir auch das Problem, halt, diese Kompaktheit im Team zu haben. Wir haben einen guten Kader, aber wie gesagt, ein paar Neuzugänge, die wir auch integrieren müssen, genauso wie BHK, ist natürlich auf einem anderen Niveau. Aber bei uns sieht man es natürlich auch. Ja. Herr Bienert, vielen Dank fürs kurze Interview. Okay. Viel Erfolg in der laufenden Saison natürlich für euch. So, liebe Extra-Time-Zuschauer, wir haben die beiden Trainer gehört, oder besser gesagt, ein Co-Trainer und ein Trainer. Vielen, vielen Dank an Björn Bienert, Trainer von Stern Kaulsdorf, und natürlich vielen Dank an den Co-Trainer vom BRK 07, Munir Reichhuni. Wir wünschen natürlich von hier aus viel Glück, was jetzt, sage ich mal, die Pokalsaison betrifft, natürlich auch die Regionalligasaison. Ihr habt ja gehört, der Munir hat ja gesagt, alles sehr eng gewesen, Buddelplatz so ungefähr, und hast du nicht gesehen. Für euch waren ja die Bedingungen, ich komme gleich zu dem Ergebnis, nicht anders. Wie schwer ist es für einen höherklassig spielenden eine Mannschaft, sage ich jetzt mal, auf so einem Engplatz zu spielen? Er hatte dann auch im Anschluss gesagt, egal wie, eine Regionalliga-Mannschaft muss da auch bestehen. Seht ihr das genauso? Ja, mit Sicherheit. Du hast natürlich eine Problematik, dass du die Rahmenbedingungen mitunter dann schwer einschätzen kannst, weil du Woche für Woche eigentlich auf guten Rasenplätzen unterwegs bist. Wenn du jetzt überregional unterwegs bist, so wie jetzt auch in unserem Falle oder beim BRK natürlich noch deutlich bessere und schönere Sportplätze siehst. Bei kleineren Mannschaften gibt es ja 2 Problematiken. Das eine ist nicht der Gegner, sondern der Rahmen, und das zweite ist deine eigene Erwartungshaltung gegenüber dem Spiel. Bedeutet, du willst alles versuchen, Menschen möglich zu machen, damit du da weiterkommst, und dich dabei aber auch noch gut zeigen. Also zeigen, dass du eine höherklassige Mannschaft bist mit einer guten Qualität auf dem Platz, und das wird dir mitunter auch dann zum Verhängnis, weil ich glaube, verteidigen kann jede Mannschaft, das ist unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Momar, wie stellt man so eine Mannschaft oder wie stellt man seine eigene Mannschaft auf so eine Spiele ein? Weil es ist ja, man hat ja gehört, wirklich ein 8er-Bollwerk hinten mit 2 Sechser noch davor, also eine 8er-Kette und 2 Sechser, Murat, das ist der Wahnsinn, die haben es gut gemacht, ja, gar keine Frage, Kaulsdorf hat es echt gut gemacht, die ersten 20 Minuten.
Aber was wäre für dich da in dem Moment, was du jetzt sagen würdest, Jungs, wir müssten es so und so machen, dass wir diese Achterbollwerk knacken? In erster Linie hatten Benni und ich auch schon mal gesprochen, muss ich sagen, dass der neue Modus, den finde ich richtig gut. Hm. Also nicht richtig gut für einen Oberligisten oder Regionalligisten, weil du musst immer anreisen. Aber er erlaubt einfach Überraschungen. Hm. Weil wenn jetzt Kaulsdorf nach Orbit gekommen wäre, dann stellt man die Frage, okay, werden sie vielleicht angereist oder der neue Modus sorgt wirklich, und ich glaube, umso länger das Turnier oder der Pokal geht, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch tatsächlich eine Überraschung kommen wird, mit der absolut keiner rechnen wird. Mhm. Und gegen solche Mannschaften ist es notwendig, dass jeder weiß, Uwe Lehmann sagt es immer so schön, wir müssen unseren Scheiß machen. Mhm. Wir müssen einfach unser Spiel durchsetzen. Und da kann es natürlich auch mal passieren, dass man 1-0 zurückliegt. Mhm. Aber gegen 8, 9 oder 10 Verteidigern, da musst du die Ruhe bewahren, da musst du weiter Fußball spielen, da musst du das Tempo hochhalten natürlich. Ne? Du musst die Sprints ansetzen, auch wenn es ein Kunstrasen ist, auch wenn der Platz nicht schön ist. Mhm. Aber im Endeffekt, wir müssen uns in gewissen Situationen einfach an unsere Kindheit zurückerinnern. Okay. Da haben wir auf Plätzen, Bolzplätzen rumgespielt bis 22 Uhr. Wir haben zu Hause Ärger bekommen, weil wir so spät zurück waren. Aber du hast einfach weitergespielt. Und das musst du halt in so ein Spiel auch mitnehmen. Du bist da, um wirklich Fußball spielen zu wollen und so ein Spiel auch gewinnen zu wollen. Mhm. Und nicht irgendwie im Kopf haben, ja, jetzt muss ich hier nach Kaulsdorf und auf so einen Kunstrasen antreten. Mhm. Weil dann ist es schon mal falsch. Ne? Die intrinsische Motivation muss so sein, ich will dieses Spiel gewinnen und ich will auch mit Spaß Fußball spielen. Und das kannst du auch auf so einem Platz. Weil das hat der BAK wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben echt wirklich jedes Mal angerannt, und Ersan stand auch an der Seite und hat immer wieder hochschieben, die Außenverteidiger haben mal hochgeschoben. Also ich sage mal so, das war wirklich in 10 Minuten, 12 Minuten hat Kaulsdorf wirklich in der eigenen Hälfte gestanden. Die zwei Innenverteidiger waren so weit oben, also die standen schon über dem Mittelkreis drüber und immer wieder über außen. Also es ist wirklich sehr schwer gewesen, aber sie haben es gepackt, haben 7-0 gewonnen. Ganz kurz nochmal zu den anderen Ergebnissen, was die Regionalligisten betrifft. 10-0 gewinnt BFC Dynamo, was vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen für die ist, ne? Auch im Pokal eine Runde weiterzukommen, nachdem sie natürlich so arg gebeutelt waren. Letzte Woche einen Sieg eingefahren, 1-0. Vielleicht schießen sie sich jetzt endlich mal frei. Der neue Modus greift ja auch bei Dynamo, oder? Der greift? Ja, siehst du, Charlottenburg-Wilmersdorf. Weil wir hatten ja vor 3 Jahren mal das Problem gehabt mit Hertha 06. Ja, okay. Ja, stimmt, wo sie, genau. Einfach der Verband das Heimrecht gewechselt hat. Wegen Gefahr wahrscheinlich, ne? Verstehe nicht. Hm. In Staaten konnten sie auch spielen dann die nächste Runde, durften sie spielen und bei uns durften sie. Stimmt, das war mal richtig Bambule damals, hat Murat recht. Viktoria gewinnt auch souverän, 5-0 gegen Schmürkwitz-Eichwalde, Glienicke 14-0 gegen Arminia Tegel, und dann geht es schon weiter mit Oberligisten. Liebe Extra-Time-Zuschauer, ihr seht, also in der Regionalligist, die Regionalligisten haben sich keine Blöße gegeben, alle eine Runde weiter. Wie war das damals für euch, wo ihr BHK rausgekickt habt aus dem Pokal? Also, zu Hause sogar, glaube ich, beim BHK? Ja, genau, also, beim BHK, richtig. Aus unserer Sicht. Ja, genau, ein unglaubliches Spiel. Ich war der Stadionsprecher. Für Mehmet hat es mir ein bisschen leid getan, weil er ja immer diesen Traum hat, das, was, glaube ich, mal damals schon mit Hoffenheim passiert ist. Oder genau. Ich glaube, noch ein Jahr später habe das nochmal damals gewuppt, das nochmal zu verleben, weil es natürlich für den Anhang was Großartiges ist, wenn du da mal einen Bundesligisten kriegst. Großartig. Wir haben ja dann auch nochmal Viktoria bekommen, wo wir unglücklich damals ausgeschieden sind nach einer guten Partie. Und letztes Jahr haben wir dann wieder an der gleichen Stelle Viktoria bekommen, wieder ein Heimspiel und konnten uns dann mal revanchieren. Da hat Ümit zweimal einen Elfmeter verschossen und das kam dann alles so zusammen. Ne? Also das Jahr davor war er noch der Held und da hat er dann leider quasi die Elber dagegen gesetzt. Aber so ist ändert, wollte ich gerade sagen, und ändert auch nichts an der Persönlichkeit, an diesem Sportler. Ne? Also es war schon, ein Stück weit war es schon traurig, dass es genau ihn getroffen hat, muss ich gestehen. Weil aber ein feiner Kerl, schöne absolut, Grüße nochmal von mir an Ümit. Absolut sympathischer Typ und ein Riesenkicker über all die Jahre. Ne? Und von daher haben wir schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Wir haben damals auch im Pokaljahr, in dem ersten Oberliga-Jahr gegen den BFC im Pokalfinale verloren, 1-0. Hatten dann dieses Spiel vor 2 Jahren gegen den BFC Preußen auch 1-0 verloren im Finale. Von daher, wir haben, was Pokal betrifft, schon einige Erfahrungen gesammelt und wissen, wie schwer es mitunter ist natürlich. Dann wo soll die Reise kommen. Dieses Jahr hingehen? Die Auslosung, glaube ich, nächste Woche Donnerstag, September.
wir nehmen es, wie es kommt. Am Ende ist es ein Spiel, was gespielt werden muss. Ne? Das, ich glaube, du kannst alles kriegen und alles kann unbequem sein. Und es kann von der Kreisliga, Bezirksliga angefangen sein bis zur Regionalliga. Da ist jetzt kein Gegner dabei, den du zu unterschätzen hast. Weil, wie vorhin schon gesagt, Murat hat es ja jetzt auch gestern gemerkt, verteidigen können alle Mannschaften. Und wenn du dann als Truppe unruhig wirst und dann nicht an deine Stärken glaubst, dann kann das auch relativ schnell nach hinten gehen. Weil für den Club, den kleineren Club, ist es dieses eine große Spiel. Und da musst du als die größere wollen. Truppe, ja, musst du genau wissen, was du ab der ersten Minute zu tun hast. Ne? Wir haben ja hier einen Pokalexperten. Wie oft warst du im Finale? Wie oft habe ich verloren? Das gleiche aber mit Thomas Frechel auch. Also ich glaube, er hat auch 4 oder 5 Finals schon gehabt und hat allesamt verloren. Okay. Von daher gibt es schon den einen oder anderen bei uns, der das negative Erlebnis leider hat. Ne? Also ich konnte als Spieler wenigstens den Pokal holen. Aber als Trainer, also sollten wir das Finale erreichen, werde ich einen Urlaubstag irgendwie beantragen. Und wirst es wie bei dem einen Film nur aus der Katakomben oder per Radio was oder auch immer aber verfolgen. Liebe Extra-Time-Zuschauer, ihr seht, wir ergründen hier Sachen über Moma, der nicht zum Pokalfinale gehen will, wenn er reinkommt. Ist natürlich auch Aberglaube, habe ich auch. Ja. Deswegen weiß ich mich wochenlang nicht, wenn wir gewonnen haben. Aber es ist schon schade, wenn dann einer neben mir steht. Nein, Scherz beiseite, geht's gleich weiter. Wir haben noch Tunay Deniz im Interview gehabt, haben ihn natürlich auch zum Spiel befragt, natürlich auch auf die kommenden Aufgaben. Am Mittwoch, wie gesagt, gegen Germania Halberstadt und dann kommt natürlich das brisante Spiel gegen Chemnitz. Nicht nur platzierungsbedingt, also Erster gegen Vierter oder Erster gegen Dritter, sondern auch was im Vorfeld wochenlang schon diskutiert wird, sollte der BAK da antreten oder sollte er nicht antreten? Das war ja so, was im Raume stand. Er sagt auch gleich noch was dazu, aber ich habe aus erster Quelle gehört, also wir fahren oder der BAK fährt am Samstag zum Spiel und wird auch antreten. Und dementsprechend sind denn die Diskussionen sozusagen damit vorbei. Und jetzt hören wir einfach nochmal kurz rein, was Tunay Deniz, der Mannschaftskapitän vom BAK 07, zum gestrigen oder zum Pokalspiel am Sonntag gesagt hat, zum 7:0 Erfolg und natürlich zum Auswärtsspiel bei Chemnitz und für die nächste Heimaufgabe. Viel Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder mit weiteren Themen. Bis gleich. So, liebe Extra-Time-Zuschauer, wir haben jetzt Tunay Deniz, der Mannschaftskapitän von BAK 07. Wir sind hier nach dem Pokalspiel zusammengekommen gegen Kaulsdorf. Klares Ergebnis. Erste Halbzeit sah es nicht so ganz aus, dann kamen aber dann 3 schnelle Tore. Vor der Halbzeit hat euch das die notwendige Ruhe gegeben oder wie hast du das Spiel heute hier gesehen? Ja, wir wussten von Anfang an, dass es nicht leicht wird gegen eine tiefstehende Mannschaft, die halt manchmal auch in der Achterkette gespielt hat hinten. Aber ich denke, dass wir dann die nötige Ruhe hatten auch und halt Torchancen herausgespielt haben. Dann auch zur ersten Halbzeit auch verdient 3:0 geführt haben. Und ja, dann zur zweiten Halbzeit ist ja klar, der Gegner spielt in der Bezirksliga. Da lassen natürlich dem einen oder anderen die Kräfte lassen da halt nach. Und ich denke, dann am Ende haben wir halt verdient gewonnen und ziehen somit dann halt eine Runde weiter, was halt für uns sehr wichtig ist. Ja. Was ist das Ziel dieses Jahr im Pokal? Habt ihr euch da irgendwelche Ziele gesetzt? Aber nicht bitte jetzt so eine Floskel wie, wir wollen so weit wie möglich kommen. Also die Floskel ist eigentlich ganz gut immer, dass man so weit wie möglich kommen will, aber nein, wir möchten natürlich bis ins Finale kommen und ich denke, in diesem Jahr sind wir wirklich auch der Favorit und dazu stehen wir natürlich auch und möchten den Pokal dann auch so angehen, dass wir ihn natürlich auch gewinnen. Wir haben jetzt am Mittwoch Halberstadt, wird äußerst schwer, unangenehme Mannschaft, zwar zu Hause und danach die Woche müssen wir zum Tabellenführer Chemnitz, der bis jetzt noch keine Federn gelassen hat. Kurz zu Halberstadt, wie kann man Halberstadt knacken? Was meinst du, was sollte die Marschroute zu Hause sein? Also ich denke, man sollte eine gewisse Dominanz auf jeden Fall zeigen zu Hause, dass man einfach zu Hause auch eine gewisse Heimstärke hat. Die wollen wir halt an den Tag legen und ich denke auch, dass wir spielerisch das Potenzial haben, einfach Halberstadt zu schlagen. Und da bin ich sehr zuversichtlich auf jeden Fall, wenn wir halt die 3 Punkte dann holen zu Hause gegen Halberstadt, was wir natürlich hoffen. Und dann sind wir natürlich mit breiter Brust, fahren wir dann nach Chemnitz. Genau, und denke, dass das ein sehr, sehr spannendes Spiel wird und natürlich auch ein wegweisendes Spiel. Dass es halt oben natürlich nochmal eng wird. Und was erwartet euch in Chemnitz? Was meinst du? Wird das wirklich alles so hart gekocht, wie es immer in den Medien besprochen wird? Am Dienstag haben wir gehört, das ist eine Sicherheitsbesprechung. Was hast du für ein Gefühl? Was erwartet euch in Chemnitz?
Also ich denke, dass es wirklich alles sauber da ablaufen wird, weil die halt einfach bestimmt auch einen sehr, sehr guten Plan so erarbeiten mit dem BRK zusammen. Und also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Also wir reisen auch einen Tag vorher an, um auch professionelle Bedingungen, perfekte Bedingungen zu bekommen. Und also ich mache mir da wirklich keine Sorgen. Es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel und es wird eigentlich das Spiel der Saison sozusagen, worauf wir uns halt natürlich alle freuen. Tunay, vielen Dank, viel Erfolg am Mittwoch gegen Halberstadt und natürlich insbesondere am Sonntag, am Samstag gegen Chemnitz. Dankeschön. Alles klar. So, jetzt haben wir auch Tunay Deniz gehört zum Pokalspiel am Sonntag gegen Stern Kaulsdorf. Ich hatte ihn ja gefragt gehabt, habt ihr gehört, ich war ja auch ein bisschen forsch, sag ich mal, zu ihm, dass ich gesagt habe, hör mir auf jetzt mit Floskeln im Pokal, so weit wie möglich. Für einen Regionalligisten müsste es eigentlich heißen Finale. Ja, also so sehe ich das. Du bist in Berlin, spielst in der höchsten Klasse, Regionalliga, höher geht erstmal nicht überregional, was jetzt unser Umfeld betrifft. Sonst ist ja außer Union und Hertha, spielt da keiner in der Bundesliga oder sonst was. Ich sehe das so, dass ein Regionalligist das Ziel haben muss, im Finale zu stehen. Und wir hatten uns ja kurz unterhalten, wo wir Tunays Interview gesehen haben, dass ja im Prinzip bis aufs letzte Jahr immer wieder unterklassige Vereine im Finale standen, Jungs. Oder? Letztes Jahr gut Viktoria Dynamo und davor das Jahr immer unterklassige Vereine. Woran macht man sowas fest? Wie kommt sowas? Fragst du den richtigen. Zu dir komme ich noch. Aber woran macht man das fest? Ich meine, klar, Glück muss sein, aber ist es wirklich immer so das Unterschätzen der Gegner von höherklassigen? Oder spielt das Glück eine große Rolle? Was meinst du, Benni? Es ist im Regelfall sind immer nur 90 Minuten oder 120. Ne? Mhm. Und in so einer Phase kommen viele Momente zusammen, wenn man an so einem Mittwochabend denkt, du fährst als höherklassige Mannschaft irgendwo weiter raus und musst dann da bestehen. Da ist das quasi die ganze Fangemeinde da, es heißt auf dieses Spiel, weil es, wie gesagt, für einige Clubs wirklich was Großartiges ist, wenn dann beispielsweise der BFC kommt mit einem Anhang, dann hast du da auch eine gewisse Stimmung. Mhm. Ne? Und das transportiert sich natürlich bei jedem einzelnen Spieler, der an dem Tag dann im Einsatz ist. Und von daher ist es fast schon normal. Ich glaube, wir haben es jetzt auch im Segment Bundesliga gesehen, wo viele Überraschungen ja schon zur frühen Phase schon da waren. Von daher kommt es für mich nicht überraschend, denn wir haben ja auch in den unterklassigen Ligen einige Mannschaften, die sehr, sehr ordentlich sind. Mhm. Und das sollte man nicht unterschätzen. Auch die spielen und trainieren. Und der eine oder andere, der da schon deutlich älter ist, hat aber die Erfahrung der letzten Jahre. Und die reicht mitunter dann auch aus, um so ein Spiel dann entsprechend anzugehen. Genau, und dann auch zu entscheiden. Von daher ist es, finde ich, manchmal schon schön, dass der ein oder andere dann quasi auch mal am Ende sich belohnt und dann unter diesen Rahmenbedingungen dann auch mal in so ein Finale bestreiten darf. Mhm. Kommen wir nun weiter, liebe Extra-Time-Zuschauer. Wir haben ja noch ein paar Pokalspiele, wir haben auch noch ein paar Reportagen, noch ein paar Szenen für euch aus den anderen Spielen. Wir sind mal bewusst auch in die unteren Ligen gegangen und haben gesagt, so ein Pokalwochenende mal ausnutzen, dass man auch mal eine Plattform für unsere Bezirksligisten, Kreisligisten natürlich auch hat, weil das sind ja auch alles Fußballer, die das Woche für Woche, sag ich mal, zelebrieren oder ausleben. Wenn wir aber von oben nach unten weitermachen, können wir sehen, dass Hertha 03 gegen Starken verloren hat. Überraschend für dich, Murat? Ja, sicherlich, aufgrund des Ergebnisses. Ja, das ist zwar gleiche Liga, aber das 3-0 ist schon, oder 0-3 ist schon eine Nummer, würde ich sagen. Mhm. Also es war schon ein bisschen überraschend. Rudo fordert Blau-Weiß eine ganze Zeit lang und verliert nur 1-2 in Anführungsstrichen zu Hause. Ist auch, kann man auch sagen, ist echt gut gewesen von Rudo. Ne, hat letztes Jahr schon gespielt. Serbia verliert klar gegen Tennis Borussia mit 5-1, wobei man sagen muss, klar, weiß ich nicht. Nee, also 1. So klar ist das nicht. Ich finde, dass es ein gutes Ergebnis ist für Tennis Borussia. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil bei Serbia auch viele Ex-Regionalliga-Oberligaspieler sind. Ja. Und so wie Benni das gesagt hat, bei einem Spiel, bei 90 Minuten kannst du auch mal über dich hinauswachsen. Und das war auch ein Flutlichtspiel zum Beispiel, Freitagabend gewesen. Da war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also würde ich sagen, eine starke Leistung Tennis Borussia. Okay. Glückwunsch an Tennis Borussia. Da brodelt es ja auch immer noch, leider Gottes, wie die Fußballwoche jetzt heute berichtet, Jens Redlich, der Präsi, oder? Ich sage Jens Redlich. Ist leider noch nicht einig mit den ganzen Fan-Jungs, was ich schade finde für so einen Traditionsverein wie Tennis Borussia Berlin. Ne? Du hast ja da auch lange Jahre gespielt. Vielleicht kannst du uns eins, weil wie ist die Fangemeinde da so, wie... Was kannst du zu den Jungs sagen? Eigentlich sind es ja vernünftige Fans. Ja, bei TB, die sind halt mit hundertprozentiger Leidenschaft dabei, weil, wenn man überlegt, die haben ja
zu den Zeiten, als ich da gespielt habe, wurde von Champions League gesprochen und alles drum und dran. Und dann hat man sich irgendwann in der Berlin-Liga wiedergefunden. Und die Fans waren trotzdem da. Sie sind zu den Spielen gekommen, auch in der Berlin-Liga, mehrere hundert Zuschauern. Wenn ich das Eröffnungsspiel in der Oberliga mir anschaue, Blau-Weiß gegen Tennis Borussia. 1800, glaube bessere ich. Bessere Rahmenbedingungen gibt es nicht. Das ist Euchstadt, einfach, das waren ja, einfach super. Ja, da waren wir schon weg bei das, aber da waren auch irgendwie 1000 noch was Zuschauer da gewesen. Ach so, beim Rückspiel. Wo du mit Abu Trainer warst, das war ja was, bei diesem 2-0 Spiel, wart ihr da weg? Da waren wir schon weg, ja. Sonst wäre das Ergebnis anders ausgegangen. Stimmt, das war ja das letzte Spiel gegen mich, wa? Ja, also es ist halt, ja, danke nochmal. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, wie wir extra drei Zuschauer mit dir noch. Nur sagte gerade, es war das letzte Spiel, nachdem sie dann sagt, Mumma, ja, vielen Dank dafür. Also gut, dass sie sich hier nicht kloppen. Nein, aber bei Tennis Borussia, für mich ist es, ja, Fangemeinschaft wie beim Dynamo TB, ist einfach ein Schlafen nach Riese. Hm. Ja, die sind da im Winterschlaf, die muss man nur wach küssen, weil... natürlich, du schaffst es bei TB auch mehrere hundert Zuschauer zu mobilisieren. Mhm. Und ich bin jetzt nicht in den Internen eingeweiht, aber ich weiß nicht, also, warum muss man sich mit Fans anlegen? Gutes Stichwort, Moma. Vielleicht von hier mal ein Appell. Ich weiß ja nicht, vielleicht können wir Jens Rietig nächste Woche einladen, Murat, was sagst du? Wenn ich ihn anrufe. Wenn er es sieht, Jens, Herr Rietig, wir sind ja wahrscheinlich noch nicht beim Du, aber Herr Rietig, Sie sind herzlich eingeladen hier bei uns. Wir haben hier eine Plattform, wir können über alles reden und wir würden uns freuen, wenn wir Sie hier bei uns zu Gast hätten und Sie natürlich das ein oder andere vielleicht klarstellen können auf diesem Wege, vielleicht auch Ihren Fans wieder ein bisschen mehr Raum geben, sich zu entfalten. Und ich würde Sie auch bei unserem guten, exklusiv Coffeeshop einladen, sagen, okay, trinken Sie mit uns einen Kaffee zusammen hier und wir schnacken so ein bisschen. Ja, stimmt. Wir waren immer noch nicht da. Uwe, wir kommen aber auf jeden Fall. Dann schnacken wir ein bisschen über den Berliner Fußball und vielleicht, wie es mit TB weitergeht. Weil mit Lichtenberg 47 habe ich hier heute einen richtigen Mitstreiter, bin ich der Meinung. Der es TB nicht einfach machen wird. Dementsprechend geht es gleich weiter. Jetzt kommen wir natürlich zu unseren Gästen von Lichtenberg 47. 10-0 gegen Wilmersdorf. Letztes Jahr ist der BAK in Wilmersdorf noch ausgeschieden. Und ihr habt es besser gemacht und habt die Jungs mit 10-0 nach Hause geschickt. Berichte uns doch mal kurz über das Spiel. Leider haben wir keine Aufnahmen, aber wir hatten uns ja mal kurz unterhalten. Vielleicht wird es ja was, dass ihr uns vielleicht ein bisschen was zukommen lasst. Wir sind jederzeit bereit, über euch zu berichten. Gerne. Wie war das Spiel für euch gegen Wilmersdorf? Ja, ein schwieriger Platz für beide Mannschaften. Ich glaube, dass das nicht so ganz einfach ist für die Spieler von Wilmersdorf, da jede Woche auf dem Platz zu spielen. Ich hoffe, dass das Bezirksamt da mal Hilfe und Unterstützung zusagt, dass da wirklich ein vernünftiger Platz ist. Ähnlich ist es ja bei dir auch, Murat, mit der Sportanlage, dass das mal gehört wird, dass die Bezirksämter wirklich versuchen sollen, dem Sport auch eine gewisse Bühne zu geben. Und das passiert nicht nur mit Umkleidekabinen, sondern vor allem mit den Plätzen, die wir in Berlin haben. Und das ist ähnlich dort. Ich glaube, dass es da schon einige gab, die sich schwer verletzt haben. Also in dem Fall ein sehr trockener Platz. Die Sprenkelanlage war auch kaputt. Wir haben einen guten Gegner erwischt, wie ich fand. Also ersten 20, 25 Minuten sehr, sehr engagiert gegen den Ball gearbeitet, auch 3-4 Offensivaktionen gehabt. Bei uns passte am Anfang noch nicht so alles zusammen und dann hatten wir einen Dosenöffner mit Patrick Jahn, der in den letzten Wochen absolut heraussticht von seinen Leistungen, auch wie er es macht mit seinen jungen Jahren. Und das 2-0 durch Mike Haubitz dann nachgelegt und dann haben wir uns in der Kabine nochmal ein bisschen sortiert und haben nochmal drüber nachgedacht, wie müssen wir das jetzt angehen, damit wir das Spiel vernünftig annehmen. Mhm. Weil dann doch schon aufgefallen ist, dass wir unnötige Ballverluste erste Halbzeit hatten und wir zu oft auf den Seiten dann ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Das ist manchmal nur Abstimmungsfehler oder manchmal einfach nur der Moment der Kommunikation, der gefehlt hat. Und dann haben wir zweite Halbzeit deutlich besser gemacht, sehr zielorientiert zum Tor gespielt und wirklich schöne Tore auch gemacht. Und am Ende dann völlig verdient gewonnen und wünsche aber trotzdem, dass Wilmersdorf eine gute Saison spielt, weil eine sehr sympathische Mannschaft, sehr sympathisches Umfeld gewesen und ja, die sind auch sehr, sehr schwach in die Saison gestartet und glaube, haben auch andere Ziele dort und von daher drücke ich den Jungs die Daumen, dass er da... Die Blitzeritze ist schon gefürchtet, ne, von vielen Gegnern, war ja auch sehr eng, die Bande ist sehr eng, ne, gerade für höherklassig spielende Mannschaften ist es natürlich immer ein Graul da zu stehen. Wenn wir jetzt über Platzbedingungen unterhalten und über die Berliner Fußballplätze unterhalten, ich weiß, du hörst es vielleicht nicht gerne, aber was ist im Falle wenn? Also das heißt, ihr würdet es dieses Jahr packen, was wir auch schon gesagt haben. Wir wünschen es jede Berliner Mannschaft,
Ja? Aber man hat halt Sympathien und ich glaube, ihr seid auch irgendwann mal an der Reihe, das jetzt zu vollziehen. Was ist in Frage Aufstieg Regionalliga? Weil Stadion Lichtenberg da bei euch ist ja nun auch nicht gerade so, wie man sich das wünscht. Mhm. Was gibt's da, was müsstet ihr da alles erfüllen im Umfeld? Der Katalog für die Regionalliga ist schon sehr, sehr kräftig, muss man gestehen. Also als Amateurclub das alles so zu wuppen, ist schon eine Aufgabe. Wir haben uns ja jetzt in den letzten Jahren damit beschäftigt. Vielleicht noch nicht so tiefgründig, weil wir immer Gegner hatten, die deutlich besser waren als wir, muss man ehrlicherweise eingestehen, ob es da Klinike oder Rathenow war in den Jahren zuvor. Haben uns damit beschäftigt und haben festgestellt, wir haben eine ganze Menge zu tun. Einen Teil, den wir selber leisten können, aber vor allem einen Teil, den der Bezirk Lichtenberg dann schaffen muss. Also sprich, die Struktur des Stadions muss verändert werden, ob es die Sicherheitsvorkehrungen sind, die dieses Jahr aber angegangen werden. Wir kriegen dort einen Zaun, der schon mal eine ganz wichtige Bedeutung hat für die Zukunft. Darüber hinaus wurde zugesichert, dass nächstes Jahr da auch ein Flutlicht kommt und dann auch der Rasen getauscht wird. Mhm. In welchem Umfang, das wird alles noch besprochen, aber das ist großartig für den Club. Seit sehr vielen Jahren wuseln sich da die Leute an dem Thema, lasst uns dieses Stadion, weil es ist einfach ein wunderschönes Stadion, unabhängig jetzt von unserem Club, der da zu Hause ist, aber ich glaube, ja, es könnte auch für Junioren-Nationalspiele oder für die Frauen, die im Dress genauso unterwegs sind, vielleicht auch mal ein Moment sein, dort Fußball zu spielen und einen schönen Rahmen, weil die Zuschauer sind am Platz dran, es gibt eine vernünftige Atmosphäre und man erlebt Fußball noch hautnah, ne? Ohne dass dazwischen noch irgendwie eine Laufbahn ist. Von daher müssen wir mal gucken, was sich jetzt so kristallisiert die kommenden Zeit, aber wenn denn natürlich der Moment kommt, dass man dann sportlich aufsteigen dürfte, dann muss man noch ganz andere Sachen klären als nur das Stadion. Also von daher, wir bleiben mal bei unserem Trainingsbedingungen. Zum Beispiel, wir haben einen ganz, ganz kleinen Sportplatz, Bornitzstraße, der wirklich sehr klein ist und auch sehr schwierig mitunter dann zu trainieren, wenn dann im Winter es kalt wird. Und man muss das alles in Ruhe erstmal überprüfen, aber wir bleiben mal von Spiel zu Spiel, auch wenn es nur eine Floskel ist, aber es ist gelebte Praxis. Hört sich gut an, ich muss aber noch mal kurz zurückkommen. Jugendarbeit in Lichtenberg 47, wie sieht es da bei euch aus? Weil da habe ich mich wirklich gar nicht drum gekümmert, also entschuldigt bitte, eigentlich informiert man sich sowas im Vorfeld, aber ich dachte mir immer, wenn ich meine Gäste schon hier habe, dann kann ich sie direkt fragen, dann brauche ich mich nicht immer informieren und lasse mich immer aus erster Hand informieren. Ja. Wie sieht es bei euch mit der Jugendarbeit aus? Viele engagierte Trainer, viele junge, dynamische Spieler, nicht die richtigen Klassen, die wir brauchen, um den Oberliga-Fußball oben zu untersetzen. Und in den letzten Jahren auch viel Fluktuation auf einzelnen Positionen. Die Nachhaltigkeit beim Juniorenbereich ist deutlich mehr von Bedeutung als in der Oberliga. Da kannst du mit ein paar Spielern schon wieder die Kehrtwende kriegen oder mit einem anderen Trainer oder ähnlichem. Aber wir haben es bei Lichtenberg noch nicht ganz geschafft, so einen Weg einzuschlagen, der nachhaltig ist. Haben jetzt wieder einen engagierten Stab da, der versucht gerade alles zu machen, haben die B-Jugend in die Berlin-Liga bekommen. Okay. Die A-Jugend spielt einen ganz guten Start jetzt und die Juniorenbereiche, worauf ich sehr stolz bin, ist so ein Foninho-Bereich, den wir jetzt seit zwei Jahren unter der Leitung von Stefan Hofenbitzer haben. Ganz tolles Thema, da haben wir auch im Sommer eine AOK-Veranstaltung gemacht, wo wir 280 Kinder hatten und ein ganz großes und tolles Event hinbekommen haben. Und das ist so ein bisschen die Richtung. Also wir müssen den Kids da eine Perspektive geben und die ist jetzt nicht Oberliga-Fußball, sondern die ist erstmal Sport und die ist erstmal Fußball. Richtig. Und mit lizenzierten Trainern und mit einem Umfeld, was sich darum kümmert, dass die Kids alles haben. Und das fängt an bei einem Trainingsanzug, was wir mitunter alles auch manchmal ja gar nicht bewerkstelligen können, weil die Clubs auch finanziell ja gar nicht gut aufgestellt sind. Und dann muss man sehen, dass man über die kommenden Jahre versucht, den Nachwuchsbereich natürlich dann entsprechend zu stärken. Ja, ja. Das ist aber ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Wir haben auch mit Union natürlich den BFC Dynamo, Empor Berlin, sehr, sehr ordentliche Konkurrenten. Und das ist dann auch nachvollziehbar, dass du es nicht schaffst, in der kurzen Zeit den Jugendbereich auf ein gewisses Level zu bekommen. Wo mal ganz kurz Frage an dich. Schon mal ein Spiel von der A-Jugend, B-Jugend verfolgt von Lichtenberg 47 oder bist du noch nicht dazu gekommen? Weil es ist ja auch manchmal, Oberliga ist viel. Ne? Hast du schon mal ein A-Jugendspiel gesehen von deinen Jungs? Ja, letzte Woche. B-Jugend auch. Okay. B-Jugend spielt ja auch Berlin-Liga. Okay. Und da ist ja auch der eine oder andere. Ja, vor kurzem gegeneinander gespielt, glaube ich. Wenn ich mich irre. Nee, den Start hatten wir gegen den BHK. BHK, genau. BHK war es. Unentschieden. Berlin genau. SC. Die haben jetzt zwei Spiele, vier Punkte. Also schön. Sehr gut gestartet. Jetzt nochmal. Vielleicht erwische ich dich da auf dem falschen Fuß. Vielleicht bist du auch gar nicht zuständig im Staff dazu. Gibt es ja vielleicht. Nein, ist da jemand anders eingeteilt? Nee, es ist in der Tat so, dass auch durch meine Selbstständigkeit es ist wirklich schwierig, sich denn noch Jugendspiele anzuschauen. Wenn ich denn irgendwie von zu Hause frei bekomme. Du hast die Gelegenheit, das hier nochmal anzustimmen. Ja, das wollte ich nicht erwähnen, aber.
denn, ja, erlaubt mir meine Frau natürlich, dass ich dann natürlich auch Spiele beobachten gehen kann. Sie weiß, wie fußballverrückt ich bin. Mhm. Und dann schaue ich mir in erster Linie natürlich die Oberligaspiele, die Gegner an, um da halt, dass wir da halt wirklich gut vorbereitet sind. Aber der Jugendbereich, wie Herr Plötzes gesagt hat, jetzt wird er förmlich. Der will dir garantiert irgendwas verkaufen. Pass auf. Wie Benni es gesagt hat, ist natürlich eine Sache, wo ich halt merke, dass da halt viel engagierte Leute sind. Weil wenn wir jetzt auf dem Platz sind, dann rennen da die 6-7-Jährigen rum. Ja. Und wir klatschen mit allen ab, okay. Die kennen unsere Spieler mit Namen und sprechen die an und es ist schon eine ganz andere Stimmung. Es ist nicht so anonym, dass du irgendwie auf den Platz gehst und sagst, wer ist das denn, sondern wir begegnen uns und tauschen uns auch kurz irgendwie aus. Ne? Vor 2 Jahren habe ich bei diesem Feriencamp mal eine Trainingseinheit übernommen. Das schon, aber dann wirklich die Zeit, sich intensiv damit zu beschäftigen, ist schwierig für mich. Ne? Verstehe. Liebe Extra-Time-Zuschauer, muss aber dazu sagen, Momar, von hier muss ich auch mal Respekt zollen. Victoria 89 macht es sehr, sehr gut vor, was die Feriencamps betrifft, was die Jugendarbeit betrifft. Sind ja auch die größte Jugendabteilung, aber da sind zum Beispiel die Erste Herren, geben regelmäßig Autogrammstunden bei den ganzen Feriencamps und sowas alles. Also da ist auch schon was Gutes dabei. Ich würde gerne weitergehen. Leider, wie gesagt, das Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und jetzt kommen wir leider zum Thema, was wahrscheinlich meinen Experten nicht so frohstimmig stimmen wird. Sondern kommen wir zum Berlin-Liga-Duell gegen eines Bezirksligisten. Das hieß SC Borsigwalde gegen Hertha 06. Lange Zeit stand es 0-0. Und kurz vor Schluss, lieber Murat, musstet ihr euch denn doch noch geschlagen geben. Auf der Tietstraße, glaube ich, ist der Platz, auf dem kleinen Ding. Passiert, ich weiß, was du für ein Mensch bist, deswegen will ich gar nicht so lange bohren, aber trotzdem, du bist jetzt als Trainer, nicht meine Experte, was war los am Sonntag? Woran kannst du das erklären? Ich weiß, Frank Ahling hat das auf Facebook viel gepostet dazu, aber vielleicht aus erster Hand zu hören, warum 0-1? Was war los? Warum 0-1? Weil der Gegner einfach besser war an dem Tag. Ja? Wie du sagst, ein kleiner Platz, der Gegner hat ordentlich gestanden. Hat eigentlich kaum was zugelassen. Ich muss sagen, ich muss auch zugestehen, dass wir in 90 Minuten vielleicht ein oder zwei Situationen haben, wo wir vielleicht ein Tor erzielen können. Und das war es auch. Wir waren zwar optisch feldüberlegen, haben viel Ballbesitz gehabt, aber in Zonen, wo es eigentlich für den Gegner nicht gefährlich war oder wurde. Wir einfach nicht das hingekriegt haben, was wir auch die ganze Woche angesprochen haben, dass es ein Highlight für den Gegner ist. Dass man halt auf diese Spiele sich freut und über sich auch hinauswachsen kann. Und wir eigentlich versuchen, so schnell wie möglich den Dosenöffner zu machen. Aber das haben wir nicht geschafft. Und je länger das Spiel dauert, werden wir nervöser. Der Gegner wird immer frecher. Und dann merkt man halt bei meiner jungen Mannschaft, dass wir noch nicht so weit sind, ein Spiel zu kontrollieren, auch gegen einen Bezirksligisten. Jetzt in Anführungsstrichen Bezirksligisten. Ich fand, die Leistung war top von dem Gegner. Nochmal ein Glückwunsch. Und wir hatten da Probleme, halt Chancen zu kreieren oder mal halt die 2-3 gestandenen Spieler, die wir in unseren eigenen Reihen haben, dass sie halt über ihre individuelle Klasse vielleicht mal was bewegen. Ist auch misslungen, weil sie auch nicht den besten Tag hatten. Und somit hat sich dann leider meine Mannschaft in der letzten Minute einen Konter eingefangen, wo man vielleicht mal auch sagen muss, okay, stopp, wir versuchen jetzt auf Ballbesitz und versuchen in die Verlängerung zu gehen, um dann nochmal 30 Minuten Gas zu geben. Ist auch nicht gelungen. Der Gegner macht das Tor und dann ist es halt passiert. Pokal, eigene Gesetze. Wie gesagt, es ist vor dir vielen passiert. Ne? Wenn man guckt, wie oft Hertha schon in der zweiten Runde oder ersten Runde rausgeflogen ist gegen viel unterklassige Vereine, dann hat man natürlich mit Marathon 02, den Bezirksligisten, also Kreisliga B, spielt Marathon 02. Schöne Grüße von hier aus an Ralf Gerke, den ich persönlich sehr gut kenne. Wir haben lange Jahre bei Rot-Weiß Neukölln, oder er hat lange Jahre bei Rot-Weiß Neukölln gearbeitet und ich habe ihm auch ein bisschen geholfen, war auch bei Rot-Weiß Neukölln einer meiner Vorbilder als Trainer, weil der wirklich für den Fußball lebt. Der hat es auch geschafft, Lübars mit 1-0 rauszuschweißen. Was gibt es noch für Überraschungen, wenn ich mir das so angucke? Warte mal, wo war das? Da war doch noch eine Überraschung. Helft mir mal, Jungs. Al-Dersim gegen Stern Marienfeld. Genau, Frohnau. Also du bist nicht der Einzige, den es, sage ich mal, irgendwo trifft. Wirkt sich das aus auf Sonntag?
Samstag mal gespielt. Das wird man sehen. Wie gesagt, eine junge Truppe. Wir werden jetzt viel reden in dieser Woche. Versuchen es auch sachlich zu analysieren und nicht jetzt raufzuhauen, weil das bringt uns nichts. So haben wir halt eine Spannung weniger in der Saison, aber können uns voll auf die Meisterschaft konzentrieren. Ich hoffe, dass es nicht einen Rückfall geben wird. Ich denke, dass wir halt Sonntag in Stendal eine ganz andere Mannschaft sehen werden. Also dafür werden wir sorgen. Das ist aber auch gefährlich noch Stendal. Ne? Also die haben immer so Überraschungsmomente, verlieren dann zwar zum Schluss, aber gehen auf den Führung. Ja, die Niederlagen waren nicht so deutlich. Ja. Immer knappe Niederlagen, da muss man aufpassen. Ne? Da sind auch gute Jungs dabei. Wann spielt ihr? Wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Also, erst so zum Ende hin, November, Dezember. Ich hoffe, dass ich denn vielleicht kommen kann. Sehr gerne, sehr gerne. Ich musste übrigens, weil du es gerade gesagt hast, da nochmal eine Lanze brechen, weil ich habe ja die Möglichkeit, das mal zu sagen. Sehr gerne. Also wir, damit beziehe ich auch Uwe und auch Moma ein, wir schätzen Herrn Murat sehr aufgrund seiner Arbeit. Es wird immer so ein bisschen verkannt, was er da eigentlich bei Hertha 06 aufgebaut hat. Dass die mittlerweile da auch spielen, wo sie spielen, ist ja ein Verdienst vorrangig von ihm. Und natürlich den Funktionären, die da die Rahmenbedingungen schaffen, ist außer Frage. Aber bei so einer jungen Mannschaft, die ja dieses Jahr am Start hat, mit so vielen Jungs, die wirklich auch überregional noch keine Erfahrung gesammelt haben, geschweige denn überhaupt vor allem im Herrenbereich, muss man dann so eine Niederlage nehmen, wie sie ist. Aber sie haben ja auch schon ein paar Punkte geholt in der Oberliga. Und auch, wie ich finde, sehr, sehr ordentlich. Ja. Und auch gegen Gegner, wo ich sage, da ziehe ich schon meinen Hut vor. Und ich hoffe, dass das, wie er selber schon beschrieben hat, keinen großen Einfluss hat. Weil die Jungs haben einen Liga-Alltag und dann gibt es diesen Pokal. Also das beides trennt man voneinander normalerweise. Und am Wochenende werden die mit Sicherheit ein anderes Gesicht zeigen. So, und von daher können wir uns schon freuen auf die Duelle, weil wir ihn dann wieder begrüßen dürfen. Oder wir kommen, glaube ich, zu euch als erstes. Ja, das ist toll, dass er wieder da ist. Ganz einfach. Und das muss man mal gesagt haben, weil ich glaube, dass diese Lücke, die dazwischen geklafft hat, nicht so ganz optimal war für Hertha 06. Danke. Im Namen meines Experten. Er kann sich zwar selber bedanken, aber er ist jetzt so gerade sprachlos und sehr sentimental gerührt. Ich muss, glaube bald Taschentücher rausholen. Schon öfter mal die Gespräche auch gehabt. Ja. Aber es ist doch schön, dass man im Berliner Fußball wirklich noch Freundschaften hat. Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, die Feindschaften überwiegen zwar, aber es ist echt toll, wenn man irgendwo hinkommt. Ich kann nur für meine Person reden. Ich bin sehr gerne überall willkommen und es gilt für Murat genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verfolge das ja. Und für Lichtenberg habe ich auch eine kleine Sympathie, sage ich jetzt mal. Zwar sehe ich euch kaum, aber wir reden wirklich fast nur positiv über euch. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwo von Lichtenberg gesponsert werden, sondern das ist einfach so. Ich Arbeit, die getan wird, muss honoriert werden, in meinen Augen. Das ist auch für mich halt ein Modell, was ich mir persönlich auch als Vorbild nehme. Ja? Dass halt da mehrere Leute am Rad sitzen und sich das gut aufteilen können und das erfolgreich ist. Also vielleicht auch an unsere Migrantenvereine, dass halt nicht diese One-Man-Show wichtig ist, sondern wirklich diese Teamarbeit, das Kollektiv im Trainerstab, auch drumherum auch. Ich weiß ja, Benni ist ja sehr bescheiden dagegen. Ich weiß, dass Benni der große Macher auch ist im Hintergrund. Und das versuche ich jetzt auch bei uns ein bisschen einzuführen. Ja, dass da halt wird. Ich habe zum ersten Mal als Trainer einen richtigen Trainerstab. Ich habe einen Torwarttrainer, ich habe einen Co-Trainer, ich habe einen Videoanalysten. Ja, das ist das erste Mal. Der Präsident hat uns das ermöglicht, nach meinem Wunsch halt. Und ich hoffe, dass das auch nachhaltig bleibt. Und dann werden sie auch sehen, dass halt, wenn mehrere Personen sich gut aufteilen, die Aufgaben zuschieben, dass das dann halt auch einfacher ist für jeden. Weil alleine schaffst du das nicht. Ja, und das ist auch ein Punkt zum Beispiel bei Tennis Borussia. Ja, das ist... Der Staff ist auch wichtig mittlerweile. Genau, ja, na klar, da sind ja auch im Trainerstab zwei, drei Trainer dazugekommen aus der Jugend und so, die dann auch zusammenarbeiten. Das Fußball ist halt. Also ich glaube auch, dass es ein Aberglaube oder ein Irrglaube ist, einfach zu sagen, ich werde alleine erfolgreich. Egal im Leben. Ne? Wenn ich jetzt mir den einen oder anderen anschaue, na klar, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie eine Gärtnerei habe als Geschäftsführer, so, dann schneide ich ja nicht die Rosen selber. Mhm. Es gibt ja tausende Menschen, die es besser können. Mhm. Und es ist immer ein gutes Konzept, sich Leute ranzuholen, die meine Arbeit besser können. Weil ich muss sie ja dann nicht machen. Und ich kann mich dann auf was anderes konzentrieren. Und da hat Benni natürlich die Weitsicht zu sagen, wir brauchen einfach Leute, die etwas können, was ich vielleicht nicht hinbekomme, was der Trainer nicht hinbekommt. Und da halt einen Staff aufzubauen. Es ist ja bei uns, es ist ja nicht normal, bei unseren Cheftrainer
denn drei Co-Trainer und ein Torwarttrainer rum. Das ist in der Oberliga ja nicht normal. Nee. Mhm. Aber wenn du dich Schritt für Schritt verbessern möchtest, dann musst du diesen Weg gehen. Weil einer alleine hat das ganze Spiel nicht im Blick, ja, und der hat auch nicht das ganze Training im Blick. Na, und deswegen ist es äußerst wichtig, dort ein funktionierendes Team zu haben, um überhaupt den nächsten Schritt gehen zu können. Weil jeder hat vielleicht eine Idee, die mich weiterbringen kann. Richtig. Und diese eine Idee hat es sich gelohnt, diese Person im Team zu haben. Im Team, genau. Ja. Bin ich auch. Also, noch mal ganz kennt kurz keiner, Entschuldigung. Alles gut. Ich kenne den ersten Vorsitzenden von Lichtenberg nicht, persönlich. Ja. Das ist aber in unserem Migrantenverein kennt jeder nur die Präsidenten. Ja, ja, aber die Trainer und Staff. Dann. Ich muss da nochmal einhaken, das große Thema ist ja vor allem, dass die Mannschaften auch viel verlangen. Also ich glaube, wir haben eine sehr, sehr hohe Qualität von den Spielern her und natürlich brauchen die auch eine gewisse Trainingssteuerung und eine Trainingsarbeit. Also da kannst du jetzt auch nicht mit plumpen Ideen um die Ecke kommen, sondern du musst denen inhaltlich schon ein bisschen was liefern und leisten. Und deswegen, so nach dem Motto, ja, zieht euch ein Leibchen an und dann rennt hin und her. Genau. Das kannst du nicht bringen. Du musst da versuchen, schon nachhaltig was beizusteuern als Trainer, um diese Gruppe auch eine gewisse Philosophie an die Hand zu geben. Und das ist das, was ich am meisten schätze, was ich auch immer wieder mit Uwe bespreche, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Wenn du da hinkommst, und du kannst da als Laie hinkommen, wir dürfen dich ja bald begrüßen, du hast das Gefühl, dass da eine Spielphilosophie ist. Mhm. Und ich finde es auch außergewöhnlich, weil wir reden über Feierabendsport. Wir reden über Jungs, die viermal am Abend zusammenkommen. Voraussetzungen haben wir vorhin schon besprochen. Und am Ende für etwas stehen. Und das ist außergewöhnlich. So, und dass man dann so engagierte Leute hat, wie unter anderem MoMA. Jetzt ist Fabio dazugekommen, jemand aus der Nachwuchsreihe, der sich quasi den Weg in den letzten Jahren erarbeitet hat nach oben. Alexander Voth, genau, ein ehemaliger Spieler. Ricardo Ventura, auch viele Jahre schon Co-Trainer gewesen mal. Hast du einen coolen Stuff. So, und das macht Spaß, wenn die Jungs zusammen. Und alles von Inside. Also alles von Inside, gewachsen. Und MoMA ist ja jetzt auch Inside, würde ich meinen, weil er hat keine Station, die länger war als Lichtenberg. Sie lohnt sich als Trainer. Das ist ein großes Kompliment. Und das ist cool, wenn du so zusammenkommst und am Ende dich befruchtest. In positiven Momenten. Also, entschuldige bitte. Piep! Genau, ich würde sagen, das nehmen wir gerne raus und verstehen es anders. Alles aber, gut. Nee, aber dass du dich da wirklich abholst und jeder brennt für diese Geschichte. Diese Jungs in dieser Kabine als Aufgabe zu sehen, sie besser zu machen, ihnen zu helfen, wenn sie schlechte Phasen haben, bei ihnen zu sein. Und es gibt Phasen, ich kann dir das erklären, eine ganz große Phase, die immer in mir rumspuckt, war diese Pokalniederlage gegen BFC Preußen. Ich habe so fertige Spieler erlebt, oder Menschen vielmehr, nicht, lassen wir uns mal den Spieler weg, die völlig am Boden waren. Also, und das bleibt irgendwie bei dir haften. Ja, und du wirst immer dafür alles geben, dass es denen wieder gut geht. So, und das ist das, was ja die größte Aufgabe jetzt im Falle von Murat ist. Du kriegst einen neuen Haufen und musst mit dem Haufen irgendwie versuchen, einen Weg zu bestreiten. Und dann kommt mal so ein Pokalspiel. Dann sind die vielleicht mal für einen kurzen Moment angenockt, aber da ziehst du dich wieder raus. So, weil du hast ja 7 Punkte schon geholt. So, und das ist eine Aussage, weil es gibt andere Mannschaften in der Liga, die hätten schon deutlich mehr Punkte haben müssen, ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Und von daher ist es völlig in Ordnung. So. Das um das abschließend nochmal dazu zu sagen. Hast du recht. Training, ja? Ja, ich weiß. Liebe Extra-Time-Zuschauer, seitdem der junge Mann hier links neben mir nicht nur mein Experte ist, sondern auch noch Trainer des CFC Hertha 06, sind wir immer unter Zeitdruck. Deswegen würde ich gerne gleich weitergehen. Und zwar heißt die Partie diesmal zwei Migrantenvereine, einmal der BFC Turabdin und die andere Seite heißt Türkiyemspor. Türkiyemspor gewinnt 4-2. Bei Abdin und wir haben hier für euch mal unseren Wolfgang Sandhofer eingefangen, so wie er lebt und lebt. Schaut es euch einfach an, was der liebe Wolle in unsere Kameras gesagt hat. Hier ist die ein oder andere Stimme von Wolfgang Sandhofer zum Spiel Türkiyemspor gegen BFC Tur Abdin, besser gesagt andersrum, BFC Tur Abdin gegen Türkiyemspor. Wir sind gleich für euch da.
So, jetzt haben wir beide Trainerstimmen gehört, liebe Extra-Time-Zuschauer. Goran Markov, Trainer von BFC Turabdin und unseren Wolfgang Sandhofe. Wolfgang, wie er lebt und lebt, oder Benni? Also, kannst du genauso nehmen, ja. Ja, also, ist wirklich der immer ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich verrückt, höre, ja. Genau. Positiv genau. Verrückt, immer nur Fußball, Fußball, Fußball. Liebe Extra-Time-Zuschauer, ist euch was aufgefallen? Wir sind nur noch zu dritt. Mein Experte, der Murat, musste zum Training, deswegen hat sich alles ein bisschen hinausgezögert. Und es ist auch eine tolle Runde, Moma. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen, was heißt ein bisschen, eigentlich stundenlang noch drüber philosophieren, wie es so weitergeht. Aber unsere Sendezeit ist halt immer ein bisschen begrenzt und jetzt musste Murat schon wieder weg. Ihr fühlt euch noch wohl? Alles gut? Ihr habt noch? Weil du gerade sagst begrenzt, dann nutze ich die Gelegenheit jetzt nochmal Danke zu sagen in unser beider Namen. Es ist wirklich großartig, vor allen Dingen auch an die Leute hinter der Kamera. Vielen Dank für das schöne Ambiente. Es ist ein ganz besonderer Rahmen, den wir heute hier erleben dürfen. Von daher, Murat hat jetzt nochmal seinem Trainer-Dasein nachzukommen, aber auch an ihn immer vielen Dank dafür. Das ist echt schön, war eine schöne Runde. Sehr gerne, und wird uns bestimmt morgen angucken. Genau. Gehe ich davon aus. Ich hoffe, dass auch viele aus Lichtenberg zugucken würden. Ihr habt einen eigenen YouTube-Kanal? Ja, das ist richtig. Ja, wir haben in den letzten Jahren viel auf dem Bereich Social Media gemacht, weil man muss ja mit der Zeit gehen und haben da sehr, sehr fleißige Leute am Start, die immer wieder tolle Ideen haben. YouTube-Kanal schon über 2-3 Jahre jetzt, wo viele Videos eingespielt sind und vielleicht kann man da auch mal unterstützend wirken. Wir gucken mal, ob unser Regieassistent oder ich sage mal unser Cutter, der das Ganze zusammenschneidet, ich weiß nicht, wer es diesmal sein wird, natürlich dankenswerterweise. Vielleicht kann er ja genau in dem Moment gucken, wo Lichtenberg, welcher YouTube-Kanal es ist und einfach mal einen Link unten drunter setzen, sodass unsere Extra-Time-Zuschauer auch wissen, wo sie Lichtenberg 47 auf YouTube verfolgen können. Ein Spiel haben wir noch, wo wir waren. Wir haben ja gesagt, extra ein bisschen unterklassig auch mal gucken. Und zwar war es BSV 92 gegen Türkspor. Und wir haben, nicht BSV 92, doch, die haben wir eigentlich auch gehabt. Und wir haben, glaube ich, noch Hürtürkel gegen Kickers 1900. Aber ich habe die Aufnahmen leider. Achso, ich muss das Ding auch andersrum halten. Ich bin mit dem Mac nicht gewöhnt zu arbeiten. Ich habe sonst immer nur einen Windows-PC. Ah, da oben, ja, genau. Also wir haben BSV 92 und Türkspor noch. Türkspor gewinnt 4-2 bei BSV. Hat sich BSV auch achtlich geschlagen. Ja, die haben wir bei uns in der Gruppe mit FC Ahmet. Wir sind weitergekommen. Zweite Mal, dass ein Pokalgegner nicht antritt, also abgesetzt worden ist. Vielleicht kommen wir so bis ins Finale, lieber Presi. Dann stehe ich im Finale mit FC Ahmet. Vielleicht gegen Lichtenberg 47, man weiß es nicht. Herzlich willkommen. Ja. Sehr gerne. Ich glaube, Moma hat es ja vorhin gesagt, bei der Konstellation dürften wir ja bei euch zu Gast sein. Also von daher. Ja, stimmt, aber wir müssten ja. Solltest du nicht davon ausgehen, dass wir nicht antreten? Also um das schon mal vorwegzunehmen. Also wir kommen dann gerne vorbei. Beim Finale müssten wir dann beim BFC Dynamo, wenn sich da nichts ändert. Weißt du, ob das Finale dieses Jahr wieder. Das ist eine gute Frage. Im Jahnsportpark glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es also auch so langsam Umbauarbeiten. Ich bin mir da nicht sicher. Okay. Vielleicht können wir das ja in Erfahrung bringen. Ja, mal gucken, genau. Richtig. Wo das Pokal. Am 20. September sind die Pokalauslosungen. Bevor wir aber nun zu den Pokalauslosungen kommen, kommen wir nochmal zu den Trainerstimmen von BSV 92 und natürlich von Türkspor. Beide Trainer haben sich nach dem Spiel unserem Kameramann gestellt und haben folgende Berichte abgegeben. Viel Spaß jetzt. Schaut euch das mal an, was die beiden Trainer zum Spiel BSV 92 gegen Türkspor gesagt haben.
Tücksport BSV 92, 4:2. Daniel Vollbart, wie immer eigentlich souverän. Letzte Woche hatten wir ja seinen Präsidenten hier bei uns zu Gast, den Metin Yılmaz, der ja gesagt hat zu mir, Daniel Vollbart ist ruhiger geworden und er versucht sich das zu Herzen zu nehmen. Aber ich glaube, wer Daniel kennt, der weiß ganz genau, der kann gar nicht. Daniel brennt. Ja, also Daniel ist mit Leib und Seele beim Spiel. Hab ihn ja bei Lichtenberg erleben können, 2 Jahre, sind ja mit ihm auch aufgestiegen, auch im ersten Jahr dann im Pokalfinale. Ja, Daniel lebt mit dem ganzen Körper, so ein Fußballspiel. Ja. Und auch unter der Woche war er auf jeden Fall immer ja, mit allem, was er hat, dabei. Wenn wir nochmal zurück kurz auf Lichtenberg 47 kommen, der Staff, der ist mit Verträgen ausgestattet für die nächsten 2 Jahre. Jahre? Wenn man es jetzt so nimmt, noch ein Jahr und ein paar Monate, aber auf jeden Fall saisonübergreifend. Das ist das Wichtigste, ist auch die Botschaft, die die Mannschaft auch braucht, weil auch da sind viele Jungs dabei, die jetzt für die kommenden 2 Jahre noch am Verein gebunden sind. Mhm. Wir haben ja angesprochen, nachhaltiges Arbeiten, miteinander konstruktiv irgendwie etwas entstehen lassen, das kannst du nicht, indem du so eine Wechselwirkung hast. Ne? Also mal kommt einer, mal geht einer, das ist nicht so unser Credo. Wie lange ist Uwe jetzt schon bei? Das ist jetzt sein 6. Jahr als Cheftrainer. Okay. Hast du ihn damals verpflichtet, wenn ich fragen darf? Das war ein Mix aus mehreren Faktoren, die zusammengespielt haben. Daniel hatte ja beruflich damals einen neuen Weg eingeschlagen. Genau. Dann gab es die Konstellation, dass wir als Club dann eine Lösung brauchten. Haben dann die Lösung mit Uwe in Betracht gezogen, weil er viele Jahre davor schon Mannschaftskapitän war. Hat auch eine gewisse Reife schon in jungen Jahren gehabt, dass man ihm das auch zutrauen konnte. Und hat dann die Mannschaft ja übernommen zu einem Zeitpunkt, wo ja die Messlatte relativ hoch war. Also aufgestiegen, Pokalfinale erreicht. Ich glaube, im ersten Jahr ist Daniel auch 7. geworden, also sehr, sehr achtbares Ergebnis. Und ich habe es ja immer wieder betont in den letzten Jahren, unter Uwe haben wir eine herausragende Entwicklung genommen. Also ich glaube, 4-mal Dritter geworden, sensationell. Pokalfinale nochmal erreicht, den Regio Cup 2-mal gewonnen. Haben tolle Ergebnisse. Also beides ineinander hat sehr, sehr gut geklappt. Und Regio Cup habe ich, glaube ich, gesprochen, in dem Jahr, wo ihr gewonnen habt. Ich kann mich daran erinnern. Das war die erste Auflage in der Schmelinghalle damals. Ich habe nämlich die Lichtenberg 47 im Rücken gehabt, ja, die Fans. Halb links und habe mit denen immer kommuniziert und ganz feine Fans. Ich hoffe, dass ihr dieses Jahr auch wieder dabei seid. Mit Sicherheit, weil ich soll mit wahrscheinlich Christian Arbeit wieder diesen Regio Cup moderieren, weil Christian ist ja nun mal der Profi, brauchen wir uns ja nicht als Unioner Stadionsprecher. Es ist mir immer eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten und natürlich gerade mit den Lichtenberger Fans. Vielleicht kennen sie mich jetzt noch ein bisschen besser und würden noch mal ein bisschen mehr eingehen. Also fanmäßig seid ihr echt gut bestückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht auch Spaß, mit denen zu interagieren. Wir haben auch gestern wieder einen Haufen Leute da gehabt. Wir haben bei Auswärtsspielen, wenn wir wirklich weiter wegfahren, kommen Leute hinterhergereist. Es ist einmalig, dass so ein Verein, der wächst ja jetzt nicht nur ergebnistechnisch oder nur durch Menschen, sondern vor allen Dingen entsteht so eine kleine Fanbase, klein ganz bewusst, weil du kannst natürlich dich nicht vergleichen mit den größeren Clubs dieser Stadt, aber für uns ist es außergewöhnlich. Die Jungs haben jedes Mal die Aufgabe, nach dem Spiel dann auch Danke zu sagen. Danke das dafür, dass... Mehr als vernünftig. Genau, das gehört sich einfach auch so anstandshalber und ist einfach toll. Wir haben immer einen Banner da, wir haben immer das Gefühl, dass wir, egal wo wir hinkommen, dass wir ganz viele sind und cooles Gefühl und Regio Cup immer anzusprechen. Ich glaube, wir sind immer mit Abstand die meisten muss man von sagen. 47 genau. Immer rot-weiß. Also es ist wirklich ein schönes Bild und es macht auch Spaß unter den Fangruppen, die dann da sind, dass da so eine gewisse Ekstase entsteht, dass jeder da auch kämpft für für seinen Club. Das ist cool. Was singen die immer? 44, 45, 46? 45, 46, 47. Also, genau. Muss ich mir mal merken, liebe Extra-Time-Zuschauer. Wir haben jetzt noch ein Spiel, Benni, und dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende unserer Sendezeit. Wir haben wahrscheinlich wieder ein bisschen überzogen. Ich hoffe, dass mir meine Regie das verzeiht. Wir waren noch beim Spiel Kickers 1900 gegen BSV Hürtürkel. Hürtürkel ist ja in den letzten Jahren absolut durchgereicht worden, haben jetzt einen Neuanfang in der Bezirksliga, sieht auch gar nicht mal schlecht aus, haben ganz gut sich gefangen in der Bezirksliga und sind jetzt auch eine Runde weiter im Pokal und wir gucken mal, was der Trainer von Kickers 1900, der ja gleichzeitig auch noch Torwarttrainer vom Libanon oder Palästina ist, ich hoffe, er verzeiht mir, ich verwechsel die beiden Länder immer, also er ist Nationaltorwarttrainer seines Verbandes und gleichzeitig bei Kickers 1900 Trainer und natürlich der Trainer von Hürtürkel. Schauen wir mal, was die beiden uns zu sagen haben zum Spiel. Liebe Extra-Time-Zuschauer, das soll erstmal das letzte Interview für diese Sendung gewesen sein. Guckt mal rein, was die beiden Jungs zu sagen haben und wir sehen uns nach diesen Interviews gleich wieder hier bei uns im Studio.
So, jetzt haben wir die beiden auch gehört. Von hier aus nochmal kurz, Entschuldigung, Nahed Mohamed natürlich, der Co-Trainer von Kickers 1900 und Enes Akkoyunlu, der Trainer von Hürtülkel. Hürtülkel ist ja, wie gesagt, die sind ja wirklich eine ganz normal, also neu zusammengewürfelte Truppe. Enes ist lange Jahre schon irgendwie beim Hürtülkel ein bisschen aktiv, hat die Mannschaft jetzt übernommen, versucht so ein bisschen die alten Tugenden wieder zu kriegen. Schade eigentlich, auch ein Traditionsverein, Oberliga gespielt, habe ich selber noch trainiert. Die Mannschaft mit Trainer zusammen, als Co-Trainer hatte ich die Mannschaft. Da hat sich das schon angebahnt, dass es wirklich abwärts geht. Und da merkt man, das muss ich von hier aus leider so deutlich, wie es ist, sagen, wenn die Leitung fehl ist oder nicht vernünftig geleitet wird, dann kann sowas ganz schnell passieren. Aber ich glaube, bei euch brauchen wir uns da keine Sorgen machen, oder? Nee, ich glaube, das ist bei uns dann anders aufgestellt. Aber dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, haben wir ja bei anderen Traditionsclubs auch schon kennengelernt. Sehr, sehr schade. Wenn ich jetzt nur in den Berliner Raum bleibe, haben wir ja da auch schon einige Modelle, wo es dann nach hinten losging, weil zu viel gewollt wurde an der Stelle, wo es vielleicht noch gar nicht an der Zeit war, wo man hätte noch ein bisschen ruhiger und konsolidierender arbeiten müssen, als immer gleich nach den größeren Sachen zu streben, wie beispielsweise Regionalliga. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte man ja da schon die Hoffnung bei Hürtückel gehabt, dann eine Liga höher zu gehen, anstatt da wirklich erstmal in der Oberliga anzukommen. Richtig. Aber an der Stelle auch nochmal schön, ne? Ich meine, du gehst ja auch so tief, oder hier wird in der Berichterstattung so tief auch in den Amateursport reingeguckt, dass es schön ist, dass man auch mitbekommt, wie funktioniert es da in dem Club, wie läuft es aktuell nach der Entwicklung. Also es ist phänomenal. Das freut großartig uns sehr, dass es sehr interessant ist. Benni, ja. Moma, wir sind jetzt am Ende. Also ich bin auch am Ende, weil, wie gesagt, wir sind ja alles arbeitende Bevölkerung, liebe Extra-Time-Zuschauer. Bevor ich Danke sage, zwei kurze Fragen. Wenn ich dich fragen müsste, am Ende der Saison, Fußballwoche, haben wir ja nun leider gelesen, da haben sie unserem Experten eine Überschrift gewidmet, ganz groß, hätte ich mir anders gewünscht, Pokal SC Borsigwalde wirft Hertha 06 raus. Wenn du dir so eine Überschrift wünschen dürftest, ja, welche wäre das? Lichtenberg 47 schafft das Außergewöhnliche, in dem Falle natürlich ein Regionalliga-Aufstieg. Das wäre schon das wäre großartig, würde ich mir das Heft wahrscheinlich auch mehrfach holen. In Lichtenberg wird es wahrscheinlich keine Hefte mehr geben. Denn. Naja, genau, das ist möglich, aber auch meiner Familie. Also ich, Moma weiß es ja, meine Familie ist ja sowas von stark hinter mir stehend und hilft schön mich und unterstützt mich auf allen Ebenen. Mein Vater transportiert mich schon mein ganzes Leben durch den Fußball. Magst du eine Konzerte? Ja, ich sage ihm permanent Danke, aber an der Stelle kann man es natürlich nochmal hier machen in die Kamera. Ich finde es mal ganz großartig, wenn man mal die Chance hat, dann muss man es auch ergreifen und von daher vielen Dank an meine Familie. Ich glaube, Moma wird es genauso machen. Er erlebt ja auch meine Eltern da permanent und alle sind drumherum engagiert und helfen dem Club und ich würde mir einfach wünschen, dass der Verein mal gesegnet wird mit dieser Möglichkeit, ohne jetzt in irgendeiner Form einen Druck oder eine Richtung anzupeilen. Das ist nicht mein Bestreben. Aber man darf ja auch träumen. Du hast gesagt, einen Wunsch und den habe ich geäußert, wenn da ein großes Bild drauf wäre, wie die Jungs sich verhört haben. Das wäre schon großartig. Das ist schon Pelle, wa? Ja, jetzt habe ich mit dem Hemd Glück gehabt. Ja, aber das wäre außergewöhnlich, außer Frage. Moma? Ich würde einfach ein Unzeichen drunter setzen. Trifft in der ersten Runde auf FC St. Pauli. Das ist sein Club. Ja, ich merke genau schon. Ja, ja. Ich merk schon. Ja, also wie auch immer. Also ich muss halt sagen, wenn man jetzt auch das Beispiel Hürtückel hat und es wird ja dann immer nachgesagt, dass es halt wirklich Floskeln sind. Ne? Aber dieses organische Wachstum, das ist halt wichtig in einem Verein. Ne? Sich wirklich Schritt für Schritt zu verbessern. Natürlich muss man die Ziele hochstecken, ne, weil, ich sage immer, wenn du von der Champions League träumst, landest du im Minimum in der Bundesliga. Ne? Also Leipzig beschwert sich ja nicht, wenn sie jetzt die Champions League nicht erreicht haben, aber sie sind in der Bundesliga letztendlich. Und so ist es natürlich auch bei uns. Wir haben persönlich alle Ziele, wir haben mit der Mannschaft ein Ziel und wir haben natürlich mit dem Verein ein Ziel. Und dann ist das große Gesamte, wenn jeder sein persönliches Ziel erreicht und alles für einbringt, dann ist das große Ziel natürlich auch dementsprechend erreichbar. Aber das geht halt auch nur, wenn wir da wirklich nicht eine Stufe auslassen. Und Benni, der arbeitet tatsächlich
unermüdlich. Ne? Wie schon gesagt wurde, Uwe Lehmann, der baut ein Haus, hat Familie, hat ein Unternehmen. Das ist Wahnsinn. Es ist nicht einfach. Ne? Ja, und die Spieler genauso. Ne? Ohne dass ich die unterbrechen will, Moma hat selber angesprochen, noch zwei Töchter. Also man will ja mal auch erklären oder zeigen, auch den Zuschauern, dass hinter diesem Ganzen, und das betrifft nicht nur den Club Lichtenberg 47, auch alle anderen Sportvereine, jeder bringt da so viel Fleiß rein im Ehrenamt, jeder versucht sich da aufzureißen, um am Ende des Tages, am Wochenende, die Jungs irgendwie glücklich zu machen, egal in welcher Rolle, in welcher Funktion. Und man sollte oft auch mal Danke sagen. Und das würde ich mir manchmal mehr wünschen, dass die Vereine da offensiver mit umgehen und ihren Leuten auch ein gewisses Verständnis gegenüberbringen, dass das nicht normal ist, dass du in deiner Freizeit dich so viel mit einem Sportverein beschäftigst. Und es geht ja nicht um den Fußball, sondern generell der Sport. Also lasst uns da ab und zu ein bisschen mehr den Finger heben und sagen, macht er großartig, ist wichtig. Liebe Extra-Time-Zuschauer, ihr hört, ich glaube, dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben hier zwei ganz tolle Gäste gehabt mit Benjamin Plötz und unserem Moma Jai. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vollkommen. Perfekt, super, vielen, vielen Dank. Ihr wart echt zwei tolle Gäste, die uns hier sehr schön unterhalten haben, sage ich jetzt mal. Ich habe auch vieles von euch mitbekommen, viel näher kennengelernt. Wir haben mit Exklusiv-Coffee, unserem Gönner, zusammen Kaffee getrunken. Ja, was soll ich sagen? Immer wieder seid ihr herzlich willkommen bei uns hier als Gäste und ich hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, mal bei euch vorbeizukommen, wenn der BHK mal spielt. Du bist herzlich eingeladen unter all den Rahmenbedingungen, die wir schon besprochen haben. Also sehr, sehr gerne. Komm vorbei und nimm ein bisschen was mit. Ich glaube, das ist ganz schön dort. Kann man machen. Ja. Ihr habt jetzt nochmal die letzte Möglichkeit, was für euch, für eure Mannschaft, für euer Team, an euer Team, an eure Belegschaft oder Fans zu richten. Fangen wir am besten mit Moma an als Co-Trainer und dann kann gerne Benjamin noch mal was sagen. Hast du noch was für deine Fans, für eure Jungs? Ich weiß nicht, ob ich wirklich Fans habe, die draußen rumrennen, aber... Deine Kinder in jedem Fall. Ja, meine also Kinder. Also deine Kinder, das ist bestimmt genau, mal schön. Ja. Wie heißen die Pippis? Suri und Finja. Sind Zwillinge. Auch übrigens oft beim Spuß. Fußball, ja. Sind auch ab und zu beim Training dabei, na klar, weil natürlich das Ganze zu organisieren, die Kinder irgendwie unterzukriegen. Die sind auch sehr begeistert, kennen die Spieler auch, fragen immer nach und wissen auch die Ergebnisse und fühlen sich auch schon mit dem Verein verbunden. Okay. Also ich habe zu Weihnachten eine selbstgemalte Tasse bekommen, wo Lichtenberg 47 sie selbst draufgeschrieben haben. Natürlich in erster Linie meine Frau, die halt wirklich absolut Verständnis hat. Schön. Zu 100% und nicht irgendwie mosert, wenn ich halt wirklich so ein Spiel, so ein Training, mir ein Spiel anschaue. Und das ist die Basis. Weil wenn sie sagen würde, ich möchte das nicht mehr mitmachen, dann ist die Entscheidung nicht irgendwie, okay, Fußball oder sie, sondern dann würde ich sagen, Benni, tut mir leid, es ist vorbei. Ja. Aber diese Wahl, die gibt sie mir nicht. Na, dann hoffen wir mal, dass Frau Jai lange, lange Zeit Geduld hat mit dem Herrn Jai, dass er seine Fußballfachkenntnis hier auch den Jungs und Mädels wie auch immer weitergeben kann. Schöne Grüße an Suri und Finja. Finja von hier aus, ich wink mal zu. Ja, ihr kriegt euren Vater heute noch wieder. Und du versprech mir, wenn du nach Hause fährst, bringst du ein schönes Blümchen mit. So bin ich zu Frau Jai, kein Problem, gibt's wieder Blumen. Und dann wird alles wieder in die richtige Reihe gelenkt, würde ich sagen, aber... Du hast wirklich recht, wenn wir diese verständnisvollen Frauen nicht an unserer Seite hätten, meine ich es genauso. Die macht es schon seit über 30 Jahren mit. Nee, 26 Jahre sind wir jetzt verheiratet und es war nie anders. Jeden Sonntag war ich nie zu Hause. Du hast schon vollkommen recht. Jetzt bin ich montags auch nicht zu Hause, aber macht nichts. Dann denk an die Blumen. Danke, dass du da warst. Jedes Mal, jeden Monat kriegst du ein paar. Danke, dass du da warst, Moma. Danke, dass ich kommen durfte. Es war mir eine große Freude. Benni, jetzt hast du noch mal die Möglichkeit. Ich fand ganz viele Sachen jetzt gerade so, dass ich sie hätte übertragen, 1:1. Ich will mich auch bedanken bei meiner Freundin, die zu Hause gerade unser Kind hütet. Mehr brauchst du nicht. Emilia Luisa. Doppelname, so wie bei mir. Ich heiße auch Kemal Yalcin. Will zwar keiner wissen, aber. Ja, ganz großartig, dass sie da ist. Und hatten jetzt erst ihren Geburtstag ja gefeiert. Deswegen ist das alles noch so spürbar, das erste Jahr bei ihr. Und, Glückwünsche von hier. Auch Dank. Winke, winke von meiner Seite aus. Liebe Emilia Luisa. Genau. Ja? Ja, und von daher ist Papa bald wieder. Ja, Papa kommt bald nach Hause und hilft dich dann quasi so ein bisschen in den Schlaf zu bringen. Aber ja, großartig, so eine Familie hinter sich zu wissen. Und ich
würde sagen und mache es relativ kurz, ich bin stolz auf die Leute, die für 47 was tun, weil sie es mit Herz machen und weil sie es ehrlich machen und an die Mannschaft bestelle ich schöne Grüße. Auch auf die bin ich sehr, sehr stolz. Darf ich bloß nicht so oft sagen, ja, weil wir wollen ja immer noch alle irgendwie noch ein bisschen was zu mosern haben, ja, ne? Aber das auf hohem Niveau und am Ende will ich einfach, dass wir alle so weitermachen, alle so füreinander weiterhin einstehen und versuchen, in Berlin guten Fußball zu spielen. Das freut mich sehr. Liebe Extra-Time-Zuschauer, meine Gäste haben alles gesagt, was zu sagen ist. Ich sage heute ausnahmsweise mal Danke an meine Frau, sage ich immer, aber heute mal an unser kompletten Staff, der hinter den Kameras arbeitet, auch ein neues Team, was sich zusammenfinden muss. Danke für eure Arbeit, Jungs, ihr macht's klasse und wir werden auch von Tag zu Tag besser, deswegen nicht aufgeben, sondern weitermachen. Ich sage danke nochmal an euch beide. Sehr gerne. Es war echt eine schöne Sendung. Ich hoffe, dass ihr irgendwann im Laufe der Saison nochmal wiederkommt zu uns. Vielleicht doch mit der Nachricht, die du dir gerne wünschst. Ich sage von hier aus, nächste Woche Dienstag heißt es wieder Extra Time, der Berliner Fußball-Talk auf TDB. 22.30 Uhr. Nicht vergessen, einzuschalten auf euren IPTV-Sendern oder auf unserer Seite www.tdbir.de. Wenn ihr das einschaltet, seht ihr uns 22.30 Uhr extra Time. Schaltet ein. Peace and Love, euer Jalle mit seinen Gästen Moma und Benny. Vielen Dank. Und tschüss. Ciao.